Howdy und willkommen zur Wiederaufführung. Alte Filme neu entdeckt, große Lust an steilen Thesen, garantiert ist spoilerfrei und heute dürfte auch wieder jede Menge gefährliches Halbwissen dabei sein und zwar in Form von Kali. Hallöchen und Max. Hallo. Hallo. Und diese super tolle Begrüßung, die ich gerade losgelassen habe, bezieht sich darauf, dass wir heute zu einem besonderen Zeitpunkt aufnehmen und dann hoffentlich auch gleich noch veröffentlichen werden, nämlich dem O-Western oder wie er manchmal auch genannt wird, O-Western oder Austern oder irgendwie so. Wie willst du es aussprechen? O-Western. Alles klar. Also, Western an Ostern, was gibt es Leichteres, sich zu merken? Und das wurde vor ein paar Jahren mal ins Leben gerufen, so als fixe Idee von so ein paar Podcasts untereinander, Filmpodcasts hier so untereinander. Und ich glaube, es ging mittlerweile vor vielen Jahren los. Ich habe nicht mehr nachgeguckt, wann es das erste Mal war, verdammt. Dieses Jahr sind wahrscheinlich 4 Beiträge dabei. Und zwar ist auf jeden Fall schon draußen, jetzt wo wir hier aufnehmen, die Cinecouch. Da waren Michi, Nils und Jan unterwegs zum Brokeback Mountain und haben geguckt, wie Ang Lee die beiden jungen Herren Jake Gyllenhaal und Heath Ledger so inszeniert. Dann kam von Enough Talk für eine Handvoll Dollar raus. Da haben dann Arne Jensen das Soundboard darüber philosophiert und ihre Gedanken geäußert. Ja, und noch nicht draußen, aber angekündigt ist beim Spätfilm Panik am Roten Fluss, vielleicht bekannter als Red River, mit John Wayne. Ich glaube von John Ford, aber ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall nehme ich mal schwer an, dass da Daniel und Paula entsprechend entlang reiten werden, vielleicht auch schwimmen in diesem Roten Fluss, wir werden es hören. Vielleicht hört ihr es auch schon, bevor hier diese Ausgabe rausgekommen ist. Ich kann es nicht genau sagen. Noch war sie nicht draußen aktuell. Und es gibt natürlich auch heute unsere Folge. Genau, wir reihen uns bei den anderen mit ein und leisten den Beitrag mit Duell in der Manege. Ein Film, der halt im Englischen eher bekannt ist unter Annie Get Your Gun. Das mag der eine oder andere schon mal gehört haben. Und das ist ein schöner Western mit Gesangseinlagen, ein Musical-Western. Dementsprechend ging sozusagen die Folge als guter Kompromiss durch. Ja, genau. Annie Get Your Gun hat es gerade schon gesagt. Genau. Den habe ich lustigerweise beim Ankündigen intern in unserer kleinen Runde verwechselt. Es gibt einen Film von mit Natalie Portman, der heißt Jane Got a Gun. Und deswegen habe ich auch immer gedacht, es hieße Annie Got a Gun. Ich weiß nicht, ob es da eine direkte Beziehung zu gibt, aber ich fand das doch irgendwie, vielleicht ist es auch irgendeine Redewendung im Amerikanischen hier mit Get Your Gun oder sowas. Haben wir auch noch gar nicht nachgeguckt. Auf jeden Fall habe ich das irgendwie so durcheinander gemischt, um dann irgendwann mal festzustellen, ach so, nee, es heißt Annie Get Your Gun. Ja, als der Film Einflüsse damals, bis heute. Also als der Film mit Natalie Portman damals rausging, kam und dann sozusagen als Plakat im Kino hing, da kam mir der Titel auch immer sehr, sehr bekannt vor oder vertraut vor. Und das kommt natürlich wahrscheinlich aus durch das Musical auch Annie Get Your Gun oder einfach, weil Get Your Gun ja auch sehr nahe liegt bei einem Western sozusagen, ja. Diese Redensart zu gebrauchen und wird wahrscheinlich ein häufig benutzter Satz sein. Ja, und ich glaube, wenn wir jetzt hier so gucken auf diese Titel, also die hier sind alle, würde ich schon sagen, durchaus besondere Vertreter von dem Western-Genre. Das, also gerade bei der Cinecouch, die machen sich da durchaus ein bisschen länger noch Gedanken dazu, was so Western-Erwartungshaltung, was macht das Genre so aus, diese Punkte. Also Brokeback Mountain ist ja ein Film, der nicht in der Jetzt-Zeit spielt, aber ich glaube irgendwie in den 50er, 60er Jahren. Also, ja, ich glaube ich auch, ja. Also gerade im Vergleich zum in Anführungszeichen klassischen Western, der zur Zeit spielt, als eben die USA noch im Aufbau begriffen sind. Ist und vor allem eben eine Liebe zwischen zwei Männern thematisiert, was auch nicht unbedingt der typische Western, das typische Western-Thema ist, oder zumindest nicht offen das typische Western-Thema, würde ich meinen. Hast du das, das ist das unausgesprochene Western-Thema, ja? Mhm. Hast du den Film mal gesehen? Nee, der ist noch nicht vor meine Linse gekommen tatsächlich, aber Ang Lee ist ja durchaus ein Regisseur, den ich heutzutage sehr gerne mir anschaue, gerade die neueren Filme, die zwar vielleicht eher ein bisschen Technik verliebt sind und nicht so die Superhandlung haben, wie zuletzt Gemini Man, aber der sich da, glaube ich, trotzdem sehr viele Gedanken über die Inszenierung macht und eben den Umgang mit Technik. Also ich habe tatsächlich Brokeback Mountain gesehen und ich fand den auch sehr, sehr schön. Leider ist es aber so, dass ich sozusagen erst später so eine ruhigen Erzählweisen und melodramaartigen Strukturen für mich entdeckt habe. Also zu dem Zeitpunkt, als ich den Film gesehen habe, da war das mir doch teilweise noch zu ruhig. Ich glaube, jetzt wäre ich so vom Typ her
eher tatsächlich für diesen Film offen. Fand ich aber wirklich sehr schön, hat mir gefallen. Ja, ein Film, den ich aber gesehen habe, ist auf jeden Fall für eine Handvoll Dollar, Per un pugno di dollari, obwohl ich kann nicht so gut Italienisch, kannst du vielleicht sogar ein bisschen besser, ne? Aber so ungefähr, Fistful of Dollars, Handful of Dollars, ja doch, for Fistful of Dollars, Clint Eastwood, Sergio Leone, 1964 oder 66, weiß nicht mehr, aber ich würde fast sagen 64, der Auftakt der Dollar-Trilogie, ein loses Remake von Akira Kurosawas Yojimbo, den habe ich auch mal gesehen, sehr unterhaltsam. Das ist eine Handvoll Dollar oder? Für eine Handvoll Dollar. Yojimbo leider noch nicht, ja, tatsächlich. Das ist auch noch so ein Punkt. Und spielt der in der sozusagen in der Samurai-Ära oder was ist mit dem? Der jetzt Yojimbo? Naja. Ja, genau. Das ist eben, also die Grundgeschichte dieser Filme ist ein namenloser Samurai, beziehungsweise Yojimbo ist wahrscheinlich ein Samurai mit einem Namen, kommt in ein Dorf, in dem zwei verfeindete Banden leben und spielt die so ein bisschen zu seinem eigenen Vorteil gegeneinander aus. Klingt auf jeden Fall super spannend. Also für mich. Also ja. Genau, Yojimbo, dann gibt es glaube ich noch Yojimbo, dann kommt Sanjuro. Aber ich weiß nicht, ob die tatsächlich zusammenhängen. Naja. Also die Grundhandlung ist ja auf jeden Fall sehr, ist sehr ansprechend tatsächlich. Super, genau. Und ich glaube nur für mich persönlich, mich würde dieser asiatische Stil deutlich eher interessieren als jetzt der amerikanische oder italienische Western-Stil. Also ich glaube, für eine Handvoll Dollar kenne ich auf jeden Fall das Plakat und ich weiß auch, wie die Videokassette von der Seite aussieht. Die Videokassette. Aber das ist ja zum Beispiel ein Genre. Also ich halte mich ja doch für recht experimentierfreudig und offen, was Genres angeht, aber Western ist ja sozusagen, wenn ich das einordnen sollte, der erste Platz von hinten. Oder auch ja der letzte. genau, die Besonderheit in der Form ist, glaube ich, dass es somit eben, ja, wahrscheinlich natürlich nicht der allererste Italo-Western ist, aber einer, der somit eben als stilprägend gilt. Eben, ne? Du hast eben Sergio Leone als die Figur, die nachher dann Spielmeister vom Tod machen wird. Du hast den schweigsamen Clint Eastwood, der, sagen sie auch hier im Podcast dann nochmal, Clint Eastwood hat zwei Gesichtsausdrücke, einmal mit und einmal ohne Hut. Ach, ich habe gedacht, Kippe. und all diese Sachen, also genau, das ist auch das eben sehr prägend war und für Clint Eastwood ja auch so der Anfang seines Startums wurde durchaus. Was eigentlich diese Hochzeit dieser Western-Ära-Filme? Ich weiß nicht. Also jetzt Western an sich? Oder? Also ich glaube so 30er bis durchaus in die 50er. Ne? Also ich will gerade, der Red River ist glaube ich 48. Von dem habe ich noch nie was gehört, den kenne also ich nicht mal vom Namen. Ich würde einfach behaupten, dass die Hochphase kann man ganz leicht, glaube ich, mit John Wayne einfach verknüpfen, weil der, also das ist für mich so ein Synonym für Western. John Wayne, Howard Hawks, John Ford, so dieses Dreigestirn, sage ich jetzt mal. Also Howard Hawks und John Ford eben als Filmemacher und John Wayne eben vor allen Dingen als der Cowboy Nummer 1 vor der Kamera. Das würde ich sagen, ist so die ganz große Zeit. Dann wie gesagt, Italo-Western ist so meines Wissens so ab Anfang der 60er und dann ist eigentlich Spielmeister vom Tod 68 quasi schon der große Kniefall und Beendung. Aber ja, Django ist 66 zum Beispiel. Also Django, den habe ich auf jeden Fall gesehen. Ja, und hier der Il Grande Silenzio, Leichenpflaster in seinen Weg, ist auch von 68, meine ich. Das sind auf jeden Fall auch ikonische Titel so für die ganzen Filme, ne? Ja, das ist sehr einprägsam. So, dann weiß ich nicht, guck mal, dann hast du ja hier, da bin ich tatsächlich noch extrem unbewandert, Bud Spencer, Terence Hill, die ja auch häufig im Western-Setting spielen, aber mindestens in Deutschland auch zu Komödien gemacht. Ich glaube, davon habe ich alles gesehen als Kind. Also nachdem ich meine Asterix-Phase überwunden hatte, hing ich in der Bud Spencer, Terence Hill-Phase jahrelang fest und war fest vor Kabel 1 also, ne, die, positioniert. Die auf jeden Fall sich des Genres angenommen haben und das eben auf ihre Weise dann wieder erzählt haben. Genau, und ja, bis heute gibt es ja dann immer wieder Western-Filme oder eben auch in Anführungszeichen moderne Western. Ne? Du kannst es ja eben, so, dann gibt es ja diesen Begriff Großstadt-Cowboy und gibt es nicht sogar Midnight-Cowboy, ist das nicht auch? Ist auch ein Filmtitel, ne? Also, oder Asphalt-Cowboy. Asphalt-Cowboy, der Untersuchung war das, glaube ich. Asphalt-Gorilla. Ne? Also, dass sich das eben fortsetzt, ist eben der einsame Mann, der durch die leeren Straßen streift oder so im Heute und im Hier und Jetzt, und dass man das eben sozusagen übertragen kann. Also, ja. Ich glaube, wenn ich so mal nachdenke, ich glaube, die Western, die ich in meinem Leben gesehen habe, kann ich an einer Hand abzählen. Das glaube ich nicht. Ja, dann bin ich nicht so sicher, ob das. Dann doch, ich kann dir das jetzt schon sagen. Also, Django, der Original, habe ich gesehen. Ja. Das war noch. Das ist schon gar nicht mehr wahr. Dann habe ich dann das Django Remake gesehen von Tarantino. Django Unchained, ja. Als wir in Lübeck im Kino waren, in dieser Klassikervorführung,
Jetzt muss ich selber überlegen, welches war das? Also wir hatten geguckt, die Meuterei auf der Bounty, die haben wir auch einen Podcast gemacht. Und das andere war, ach, die blutigen Geier von Alaska. Ja. Ein deutscher Beitrag zu diesem Genre, ja. War das ein deutscher Beitrag? Ist auf jeden Fall. Ach, die meine ich gar nicht. Ich meine, das ist, oh, bei Neutin. Ich hab die falsche Stadt genannt. High Noon, 12 Uhr mittags. Was, wie war schon, also dafür, dass du keine Western magst, habe ich dich schon ganz schön oft mit den Western im Kino geschleppt. Wie geil. Na gut, und dann jetzt habe ich nicht mitgezählt tatsächlich. Sind wir schon bei dreien mindestens. So, und hast du Brokeback Mountain gesehen? Ja, Brokeback Mountain. Ja, aber Brokeback Mountain ist für mich kein richtiger Western gewesen. Richtiger falscher Western. Das ist also, was ich auf jeden Fall der einzige, also welchen Western ich gesehen habe, den ich ziemlich geil fand, aber das ist, es war Slow West. Slow West, ja. Den fand ich, Michael Fassbender. Den fand ich vom Humor her total auf Carly angepasst. Yeah. Wenn es scheiße läuft, läuft es scheiße. Shit happens. Schön Salz in die Wunde streuen. Hast du Spielmäßig vom Tod auch mal gesehen? Nee. So, dann hast du die ganzen Spencer Hill Sachen, hast du gesagt. Das sind auch auf ihre Art und Weise. Also ja, die aber das ist bei mir Setting. Schon gar nicht mehr im Kopf drin. Ja, aber hilft ja nichts. Kannst du dich nicht rausreden. Ja, aber das ist... Das du hast, ich behaupte jetzt zum Beispiel auch mal der Zulu, den hast du ja, glaube ich, gesehen, ne, mit Orlando Bloom. Kannst du dir noch entsinnen? Hat es im Kino geguckt? Der Zulu? Zulu hieß der, glaube ich. Spielt in Südafrika. Der Kopffilm? Das ist doch kein Western. Ja, das ist moderner Western. Oh, das ist ja hier wie beim Moviepilot. Wenn du eingibst hier bitte die besten Horrorfilme, dann kriegst du die ganzen Fantasyfilme aus Japan raus. Naja, also gut. Also wir halten fest, du hast gelogen, das sind mehr als 5 Western, die du schon gesehen hast in deinem Leben. Also Leute, wenn ihr jetzt dieses Grinsen sehen könntet, ne? Oh. Ja, also ich habe tatsächlich von John Wayne habe ich zum Beispiel auch noch nicht so viel gesehen. Ich habe ein paar von den Jimmy Stewart Western gesehen. Da gibt es oder gab es auch mal eine Box, die habe ich von meinem Opa geerbt. So eine, die Western-Holzbox von Universal Western-Film, wo er eben mitspielt, unter anderem Band of the River, ist glaube ich die Biegung an der Biegung des Flusses oder so. Winchester 73 ist ein Film, der, finde ich, in gewisser Weise auch leichte Ähnlichkeit hat zu unserem Film Duell in der Manege, Annie Get Your Gun, weil es auch da um einen Schießwettbewerb geht, wer denn der beste Schütze ist. Und die anderen in der Box, was war denn noch? Da war der eine mit Marlene Dietrich, glaube ich, hier, Destry Rides Again, da komme ich gar nicht auf den deutschen Titel. Also es waren so 6, 7 Filme oder so, die habe ich mal geguckt. Müsste ich mir auch mal wieder anschauen, glaube ich. Also von den beiden Schauspielern habe ich keinen Western gesehen. Zählt eigentlich, also nach deiner Regel, ja, wenn du bist ja sehr, sehr frei. denn der letzte Tarantino-Film, Once Upon a Time in Hollywood, wenn wir da eine Episode haben, wo DiCaprio die ganze Zeit den Stinkel ja, spielt auf jeden Fall mit Western, ja, aber den selbst als Western, nee, das ist dann schon wieder ein... Ach, das ist zu frei. Ein fantastisches Biopic oder aha, so. Aha, Kali kippt hier gewiss hier ihre Nase. Ja. Ja. So, damit haben wir beschlossen, dass für eine Handvoll Dollar auch ein prägender Western war. Dann blieb noch Red River, den ich einfach deswegen jetzt so behaupte, als den habe ich wie gesagt selbst nicht gesehen, aber ich meine, ist auch mit John Wayne und ist dann wahrscheinlich einer dieser großen, auf den Titel ich jetzt, also ich glaube Rio Bravo, Red River und ein oder zwei vielleicht noch, die so berühmt sind für die Kooperation John Wayne und John Ford oder doch Howard Hawks. Naja, da schwimme ich jetzt auch ein bisschen im Flussbett. Bin mir auch nicht sicher, aber ich meine, der hat eben auch, das könnt ihr dann im Spätfilm-Podcast an diesem O-Western hören, was denn so bei Red River das Besondere ist. Und damit kommen wir jetzt mit einem großen Tusch, einem großen Orchester, vielen Statisten und jeder Menge guten Gesangsstimmen zu Annie Get Your Gun. Top Überleitung habe ich das da gemacht. ein Film aus dem Jahre 1950, als Regisseur wird offiziell, also wir haben den Film jetzt ausnahmsweise mal schon geschaut, wir machen jetzt nicht Pause und sagen, wir gucken den jetzt, wie wir es normalerweise machen. Als Regisseur ist angegeben offiziell George Sidney, aber so viel habe ich mir jetzt eben gerade noch kurz angelesen bzw. erzählen lassen. Auf der DVD war ein kleines Extra drauf, wo eine Dame, die anscheinend zum Zeitpunkt des Drehs dieser kleinen Einführung zum Film vorab am Broadway die Annie gespielt hat. Und die hat dann unter anderem eben erzählen dürfen, dass eigentlich Busby Berkeley Regisseur war und auch schon gedreht worden ist, der Film mit Judy Garland in der Hauptrolle und den Darsteller des Buffalo Bill habe ich leider schon wieder vergessen, der... Genau, die haben angefangen zu drehen und hatten auch schon mehrere Musiknummern und so abgedreht. Dann kam aber ein Problem, dass Judy Garland
an das Exhaustion and Sickness litt, also krank und ausgepowert. In der Wikipedia steht Nervenzusammenbrüche hatte. Also ganz ehrlich, also ich glaube, jeder Filmfan weiß, was mit Judy Garland in der Zeit um losging. Es gab ja auch gerade vor kurzem erst den Film Judy. Dass sie deswegen auf jeden Fall ihr Engagement beendet wurde. Sie wurde gekündigt, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Mhm. Und dann kam, wurde wieder ein bisschen neu orientiert, weil auch der Regisseur gechasst wurde. Es kam ein zweiter Regisseur, dessen Namen ich auch direkt schon wieder nicht mehr im Kopf habe. Und dann kam noch das Problem, dass der Darsteller des Buffalo Bill einen Herzinfarkt, glaube ich, hatte und verstorben ist plötzlich. Also schien unter keinem guten Stern zu sein, diese Verfilmung. Und dann kam eben Betty Hutton an Bord als Hauptdarstellerin und die Regie übernahm George Sidney. Und dass George Sidney der neue Regisseur war und der zweite Regisseur nicht mehr an Bord war, hat der zweite Regisseur erst aus der Zeitung erfahren und wurde nicht darüber persönlich informiert. Ja, das ist richtig schön gelaufen. Also das ist der Stoff, aus dem die Träume sind. Das ist Hollywood. Und tatsächlich, so hat sie das noch in dieser Einführung gesagt, die Dame, schaffte der Film es dann trotz allem noch unter dem neuen, überarbeiteten Budget fertiggestellt zu werden. Und noch, sie waren ein bisschen schneller als der ursprüngliche Drehplan. Also günstiger produziert als veranschlagt und schneller als gedacht, nach diesen Zwischenfällen zumindest, die Verfilmung eines Broadway-Musicals, das mir, abgesehen vom Titel, den ich so schön durcheinander gewürfelt habe, eigentlich wenig sagte vorher. Wie ging es dir denn so? Also ich kannte den Titel, ich habe es vorher noch nicht gesehen gehabt, ich habe auch das Musical noch nie gesehen gehabt, aber ich glaube, dass... Genau, also ich glaube, also ich wage mich nicht mal aus dem Fenster, weil damit, ich gucke ja, habe ja immer diese Theaterzeitung abonniert, wo welches Musical, welche, also was ich mal sehe, was in allen Theatern sozusagen in Deutschland läuft tatsächlich. Und das ist zum Beispiel ein Stoff, der ähnlich wie South Pacific sehr auf Amerika fokussiert ist und dementsprechend auch in Europa oder gerade in Deutschland jetzt nicht großartig aufgeführt wird, dass man jetzt die Möglichkeit hätte, das großartig zu sehen, weil das ja auch so opulent ist. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass das ein sehr schönes Material wäre für eine Freilichtbühne. Wie in Raten zum Beispiel. Aber natürlich liegt es dann natürlich nahe, dass wir dann halt eher Oststoffe verarbeiten oder solche Sachen wie, was haben wir? Winnetou? Winnetou, ja. Genau. Das war zu einfach. Der Gedanke kam mir gerade noch zum Thema, wie viele Western du gesehen hast. Du hast vielleicht ja bestimmt auch mal irgendeinen Defa-Indianer-Film gesehen oder vielleicht eben aus diesem Winnetou-Karl-May-Verfilmung. Nicht? Na gut, okay. Da habe ich nochmal ein, zwei gesehen. Auch nie gereizt. Tatsächlich habe ich nie gereizt. Also, ich glaube, den Schatz im Silbersee habe ich gesehen und von den Defa-Indianer-Filmen haben wir, glaube ich, einen mindestens auch besprochen, die Söhne der großen Bären, und ich habe noch drei oder vier insgesamt gesehen. Weiße Wölfe und andere Titel gerade nicht mehr im Kopf. Annie Get Your Gun. Wichtig, du hattest also schon ein bisschen... Ja, also wichtig ist auf jeden Fall geschrieben und die Musik ist halt von Irving Berlin. Und das Musical ist produziert mal wieder von unseren ganz großen Leuten Rodgers und Hammerstein. Ja. Auch da wieder steht... Dieser Name, mit diesem Namen. Wie war der Spruch damals bei der Alete-Hip-Werbung? Damit stehe ich für meinen Namen. Alete-Hip-Babybrei. Also wir können uns auf große Namen hier verlassen, hinter der Kamera. Ja, Alete. Hinter der Kamera. Ja, also ich weiß auf jeden Fall, ich hatte mir damals die Musical-Geschichte durchgelesen gehabt und noch geholt und dass auf jeden Fall Irving Berlin auch zu den mitprägenden Musical-Produzenten auch gehört. Großer Typ und dafür gab es auch also den... Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe auch jetzt auch gar nicht mehr nachgeschaut. Der Name ist natürlich ein sehr fester und starker Begriff, aber ich weiß gar nicht, was der sonst noch so gemacht hat, jetzt aus dem Stegreif. Bestimmt richtig große Sachen, aber... Ich würde sagen, sehr viele große, zum Beispiel Easter Parade, der hier noch in unserer Musical-Box mitsteht. Doch, ja, 17 Irving Berlin Tunes. Auf jeden Fall gab es hierfür auch den Oscar für Adaptation Scoring. Also den Oscar-Gewinner, vierfach nominiert war der Film. Betty Hutton spielt die weibliche Hauptrolle, die Annie. Kennst du sie? Sagt sie dir irgendwas? Der Name ist mir bekannt durch die Betty Hutton Show. Okay. Ich finde, wenn man so, also gerade so in den 80er, 90ern, ich frage mich jetzt nicht, auf welchen Film, aber ich habe ja als Kind auch mal sehr viele Filme abends mal so geguckt und da ist es dann gerne mal so, wenn dann Leute irgendwie vom Fernseher sitzen, dass da gerade die Betty Hutton Show im Hintergrund läuft. Also das ist dann schon ein großes Ding gewesen und auch recht bekannt. Ich habe selber von ihr noch nie vor was gesehen gehabt. Ich kannte nur den Spruch von Bob Hope. Der hat irgendwann mal gesagt, dass sie eine Vitaminpille ist mit Beinen, weil sie halt sehr, sehr energetisch ist und sehr, sehr viel rumhüpft und sehr extrovertiert sozusagen in ihrer Darstellung ist. Und mehr wusste ich auch nicht tatsächlich. Ich hatte nur ganz kurz gelesen, dass sie irgendwie Comedienne war und kann
kannte von ihr nichts weiter, habe jetzt den Namen quasi auch so über quasi erstmalig gelesen. Ähnlich geht es mir mit dem hauptmännlichen Hauptdarsteller. Howard Keel spielt Frank Butler. Kenne ich gar nicht. Der ist auch dabei bei dem Film Calamity Jane mit Doris Day. Den hatten wir kurz überlegt, ob wir den besprechen. Und so haben wir zumindest da eine Verbindung. Vielleicht ja nächstes Jahr. Können wir uns ja gut überlegen. Aber genau, der sagte mir auch nichts weiter. Dementsprechend, ja. Und auch sonst hatte ich so von den Namen her eigentlich nicht weiter groß. Keenan Wynn, bin ich der Meinung, spielt auch bei Spiel mir das Lied vom Tod mit. Aber da werde ich dich nachher nochmal fragen, ob du noch weißt, wer Charlie Davenport in der Geschichte war. Wer war Charlie? War das der Showleiter? Ach ja, das war der. Das war, der Chef, der Typ, der die Chefs gemacht hat. Genau, der mit der Melone die ganze Zeit rumgerannt ist. Ja, krass. Also ich meine, der mit dem Hut, ne? Nicht, dass sie jetzt an der Identität denkt. Oder was sind das jetzt hier? Entschuldige, das sind wie ein Mädchengedanken. Ja, warum ist eigentlich unser Film hier auch so, ich habe es ja einfach behauptet, dass alle vier Filme, die hier bisher für den O-Western in Stellung gegangen sind, so irgendwie besonders sind. Ich behaupte jetzt einfach so, das Besondere ist, es ist A, ein Musical, B, wir haben eine Frau als Hauptfigur, C, nee, Musical habe ich schon gesagt, C, es ist vorhin auch eine Western-Komödie. Was auch nicht unbedingt typisch. Oder genau, mein Grundgedanke beim Western ist nicht, es gibt Gesang, es gibt eine Frau in der Hauptrolle und es ist sehr lustig. Das ist bei mir nicht so. Wie ist es bei dir? Also, oder würdest du denken, das ist was Besonderes oder würdest du das auch sagen, ist normaler Western halt? Jetzt gemessen hier an den anderen Beiträgen oder jetzt? Ja, allgemein, was so dein. Na, ich finde, jetzt jeder hat sich da einen schönen Schwerpunkt gesetzt. Also, es ist eine sehr vielseitige Auswahl. Also, derjenige, der sich entscheidet, alle Podcasts aus dem O-Western-Thema durchzuhören, der wird auf jeden Fall sehr, sehr viel vielseitige Gespräche zu bekommen. Also, das finde ich schon sehr schön gemacht. Ich hatte auch gar keine Erwartungshaltung gehabt. Ich bin ja, also, ich liebe zwar Musical, aber ich mag ja Western nicht und dementsprechend habe ich gedacht, quasi, was auf mich zukommt. Ich habe auch gar nicht drüber nachgedacht, ich wusste auch gar nicht, worum es geht. Sag ich mal ganz ehrlich, ich habe mich damit gar nicht beschäftigt, ich habe mich einfach geguckt. Genau, und damit kommen wir zu der Frage, worum geht es eigentlich bei Duell in der Manege? Möchtest du das machen oder soll ich mich versuchen? Oder? Weiß ich nicht, mach. Alles klar. Also, wir sind im, nicht mehr ganz so wilden Westen, das ist glaube ich so, oder es geht um die tatsächlich existierende Figur der Annie Oakley, die, was hatte ich gelesen? Die wurde irgendwie 1860, 1850 geboren, bis 1926 gelebt, aus Ohio stammt irgendwo, die im Zuge solcher Jahrmarktsumzüge, hier ist es die Buffalo Bill Wild West Show, also Buffalo Bills große Show, wo eben Frank Butler als einer der Haupt Attraktion ist, weil er so toll schießen kann und die reisen unter anderem damit rum mit der Nummer bei ihm. Der lokale beste Schütze kann gegen ihn antreten, aber natürlich wird der verlieren und wenn er doch gewinnen soll, kriegt er $100 oder irgendwie so ein Quatsch. Und rein zufällig taucht Annie genau zu dem Zeitpunkt in dem Ort auf, wo dieser Zirkus sozusagen gerade durch die Stadt zieht und wird an diesem Wettbewerb teilnehmen und sie ist einfach die Nummer 1 Schützin, weil sie auch immer nur in der Natur gelebt hat und quasi eigentlich nichts anderes macht. Und gleichzeitig kommt es natürlich, wie es kommen muss, zu einer Liebesgeschichte, denn sie verguckt sich unglaublich in Frank Butler. Und dann haben wir so ein bisschen entfernte Variation von A Star is Born, denn natürlich wissen wir, ihr Aufstieg ist unaufhaltsam, während Frank Butler ein bisschen absteigen wird sozusagen. Und sie wird dann auch zur Hauptattraktion und über Weiteres sprechen wir dann jetzt im Verlauf. Und ich wäre so, dass du sagst, das nennen sich auch ganz gut, dass. Aber ich habe jetzt auch Angst, dass ich jetzt Mist erzähle. Aber mit Judy Garland, die hat ja auch bei Star Spawn mitgemacht. Ja, aber die hat in der 54, habe ich dann auch nochmal geguckt, ne, wann das war. Und das war die 54er-Version. Also die war sozusagen. Ja, die habe ich ja auch hier. Außer die neue habe ich, alle hier. Ich auch gesehen. Aber der Punkt an der Sache ist, das war sie, ne? Dann hätte sie ja eine ähnliche Rolle wieder gehabt, das ist ja natürlich. Ja, also habe ich auch so überlegt, war das sogar vorher oder nachher? Das würde dann auch irgendwie so passen. Das war hinterher. Also erst war Annie Get Your Gun und dann war A Star is Born. Und wann war Meet Me in St. Louis? Das habe ich jetzt schon wieder halb vergessen. Meet Me in St. Louis. Wir gucken das hier live nach und auf der Hülle steht 44. Was steht da drauf? Ja. Wir haben die DVD sogar. Warner DVDs sind die das meistens noch mit. Das ist immer so schön, wenn du was machst und das sind meine eigene Box. Ins Kleingedruckte schreiben. Ich kaufe dir mal bloß und stell dir in den Schrank. Ja. Herrlich.
Ja, darum, das ist so die Grundhandlung. Annie nimmt an einem Schießfeld teil und wird halt berühmt dadurch. Und es ist wohl auch, so ich das in meinem schnellen Überfliegen bestätigen kann, ist es wohl verbürgt, dass das tatsächlich sich so ereignet hat, dass sie sich in den Typen, in diese Attraktion da verguckt hat und die auch ein glückliches Leben dann, oder mehr oder minder ein glückliches Leben anscheinend geführt haben. Wahre Liebe. Der Stoff, aus dem die Träume sind. Und was besser als das in Hollywood? Oder erst am Broadway und dann in Hollywood umzusetzen. Wie fandest du denn den Film so in Kürze? Ich fand ihn sehr unterhaltsam. Ich fand ihn sehr kurzweilig. Ich fand ihn witzig. Ich fand sehr viele Vorurteile extrem ausgeführt. Ein bisschen rassistisch. Aber trotzdem halt ja, humoristisch. Und ich fand als letzten Punkt das Frauenbild schwierig. Ja, das ist dann auf jeden Fall wahrscheinlich okay, ziemlich... Okay, das war meine kurze, langsame Beschreibung. Ziemliche Diskussion. Also ich fand auch, ich fand ihn auch sehr lustig, fand ihn auch ziemlich kurzweilig, geht gut weg, hat ein paar tolle Nummern, darauf können wir auch noch zu sprechen kommen. Ja, und natürlich, genau, durchaus mindestens veraltete, ja eigentlich schon durchaus, ja, nee, klar rassistische Darstellung mancher Bevölkerungsteile. Ja, und kann man sich, also grundsätzlich würde ich auf jeden Fall sagen, kann man sich gut angucken, auch heute noch trotz mancher Probleme eben. Ja, ich meine, man weiß es ja auch zu werten, ne? Das ist ja nur noch ein Unterhaltungsfilm. Und da weiß man ja mittlerweile, wie es ist und wie die Geschichte da aussah und das kommt, der stammt ja auch aus einer anderen Zeit, aber es ist schon sehr, sehr augenfällig, ne? Also, dass da alle Vorurteile und Klischees sozusagen auch wirklich so immer dargestellt wurden. Und auf der Bühne kommt das bestimmt richtig gut und alles, aber wir denken, ich glaube, das ist ja auch gar nicht so selten, dass in einem Western die Amerikaner als so stark dargestellt sind und die amerikanischen Ureinwohner als primitiv und rückständig. Es ist ja keine neue Entwicklung und ja. Ja, ich weiß gar nicht, wollen wir mit der Musik einsteigen? Ja, können wir gerne machen. Also ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich habe das Musical noch nicht gesehen. Ich habe den Soundtrack auch noch nicht runtergeladen gehabt. Ich kann sein, dass ich mal eine Musical-Compilation hatte. Aber also ich würde jetzt mich mal aus dem Fenster lehnen und sagen, ich kannte von den Liedern 70%. Okay, also ich habe nicht aus dem Film, dass es entweder verarbeitet worden ist, weil ich den Ursprung einfach nicht kenne, aber sehr, sehr viele bekannte Lieder, wo ich dann so gleich beim ersten Ton wusste, die auch sehr einprägsam waren. Das war eine sehr augenscheinige Melodie, die sofort als die Ohrwurm sich so reingesetzt hat bei mir, wo ich dann sofort dann mitsingen können, weil ich ja gleich wusste, oh, da kommt der Refrain und da kommt der Refrain und das ist schon sehr, hat eine Eigenständigkeit und so ist eine Marke, ist wirklich eine, die sich von anderen abhebt. Fand ich sehr, sehr schön, hat mir sehr gut gefallen. Sehr schwungvoll. Der Oscar war verdient. Ja, also wirklich, wirklich sehr schöner Soundtrack, muss ich echt sagen. Also der wahrscheinlich berühmteste Titel ist ganz klar, there's no business like show business, hier kommt er her. Oder also mindestens den Spruch, glaube ich, kennt jeder. Ne, sowas, also quasi wie Show Must Go On ist, there's no business like show business. Ich habe es jetzt auch wieder nur überflogen. Ich glaube, auch bei All That Jazz kam der wohl vor. Da könnte Christian jetzt auf jeden Fall ganz klar sagen, ja oder nein. Weil das ja, glaube ich, einer seiner Lieblingsfilme ist von Bob Fosse. Und ja, dann war ich dieses Doing What Comes Naturally, fand ich auch sehr eingängig. Was mich überrascht hat so bei den Gesangsnummern war, dass wie direkt in die Kamera die gesungen worden sind. Ich habe so überlegt, wie das bei Du sollst mein Glückstein sein, Singing in the Rain war, wo natürlich auch viel getanzt wird und auch gesungen wird, aber da, und natürlich ist es für die Kamera gemacht, das ist klar, aber ich hatte nicht, oder in meiner Erinnerung gucken die da nicht unbedingt direkt in die Kamera trotz allem, sondern eher im Spiel miteinander oder in die Gegend rumgucken. Na, obwohl, da gibt es ja bei Singing in the Rain ist ja auch diese Tanzszene, wo sie eher das erste Mal mit ihr so richtig im Studio so tanzt, wo sie alleine sind und dann hüpfen sie ja dann auch so und wo die beiden Männer auch tanzen, die Manager und er. Ja. Und da gucken sie ja auch frontal, wenn die Kamera vorbei. Ja, also sie gucken eben nicht in die Kamera und hier war es mehrmals, dass sie auch wirklich in die Kamera guckt. So. Ja, vor allem, also ist auch, man hat auch mal das Ende des Liedes angekündigt gesehen, wenn dann die Frontalaufnahme extra auf ihr Gesicht so gezogen worden ist. Ne? Ja, das auf jeden Fall als tolle Szene. So. Ich habe dann das überlegt, ja, hatte ich das schon bei einem anderen Musical so in der Form mal erlebt? Also
ohne das jetzt wertend zu meinen, sondern einfach nur als Fakt, dass das eben dabei ist. Das fand ich, war für mich kurz so überraschend oder so, naja. Ja, so war das eben damals. Klar, ich hatte noch, mir ist noch eingefallen hier, Hail Caesar von den Coen-Brüdern, wo dann eben ja auch die Welt der Filmstudios oder eines Filmstudios so beleuchtet wird und eben auch so Hommage ist an die Zeit der 50er, 60er, wo dann eben auch so Musical-Nummern gemacht werden, wo die dann auch so eben in die Kamera schauen. Also ich hätte noch ein Beispiel, da bin ich mir jetzt nicht 100% sicher mehr, aber ich habe mir jetzt ein Bild vor Augen, deswegen glaube ich, das ist so Linie 1. Hm. Ja, wo jetzt eine war ja auch so eine Theater- Dings, ne? Aber ja, okay. Nee, ich meine den also Film schon tatsächlich. Durchgeknallte, durch die Lagen zieht und sie so total direkt anguckt und dann sollst du ihre Perspektive sehen und er guckt sie so an, singt sie so an und macht sie so an, das ein negatives Lied ihr gegenüber, dann ist das auch so. Ja, ja und das war auf jeden Fall im Vergleich zu, was haben wir denn neulich mal gesprochen, über welches Musical, wo ich so meinte, ich hatte das Gefühl, dass es eher kleinere, also personell kleinere Nummern waren. So waren das hier auf jeden Fall durchaus ordentlich Statisten auch da und ziemliche Choreografien mit drin. Das war schon sehr ansehnlich. Also, könntest du jetzt South Pacific meinen? Genau, das war South Pacific. Da bin ich gar nicht drauf gekommen, wo ich an den Film gedacht habe. Ja, aber war schon sehr pompös. Ja. Also muss ich auch sagen, sehr schön auch gefallen. Also dafür, dass also gleich die erste Nummer ist ja, kriegen wir sehr schön eingeführt, die vermeintlichen Hauptfiguren, also zuerst eben den Charlie Davenport singt hier, also die kommen gerade mit dem Zug in dem nächsten Ort an und gefühlt fast nur junge Frauen in hellen Kleidern sind umher mit ihren Regenschirmen, mit ihren Schirmchen, keine Regenschirme, und er begrüßt sie mit, ja, hier, wer war der Beste, ja, Buffalo Bill, seine Show, die müsst ihr sehen, dann kommt eben Frank Butler und die Dorothy, hieß sie Dorothy in dem Film? Ich glaube schon. Die dann eigentlich wirklich keine Rolle spielt. und schon die erste Nummer. Und da haben wir eben schon eine ziemliche Menge an Leuten, die da umherlaufen am Bahnhof. Dann kommt eine kleinere Nummer oder kleinere Nummern eben zur Einführung der Figuren, vor allem von Annie und von Frank auch. Ne, wenn sie eben hier dieses Doing What Comes Naturally ist ja ihr erster Song. Und da war ich überrascht, wie viel sie da eben tanzt, ne? Mhm. Dieser Bob-Hope-Spruch, glaube ich, fand ich in der Hinsicht auf jeden Fall passend. Ja, fand ich auch. Hätte sie auch Springball nennen können. Ja. Und als Gegenzug dann, so wie sie da umherhüpft, ist dann gleich doppelt der Frank ja auch ein ziemlicher Ruhepol im Vergleich, der in Anführungszeichen fast nur dasteht und seinen Song abliefern darf. Und wie er dasteht, ne? Ich sage jetzt nur Captain Kirk. Also wirklich, die gleiche Körperhaltung und der gleiche Bauch eingezogen. So echt. Also Wahnsinn. Aber also ich fand, ich sage jetzt einfach mal, das sind die ersten drei Lieder, wenn ich jetzt nicht noch irgendeins dazwischen vergessen habe, aber das ist eigentlich nur, ne, die Ankunft an dem Hotel und ein bisschen hin und her zwischen dem Hotelbesitzer und dem Showleiter. Also die drei Nummern sind unterschiedlich alle, weil ne, das erste ist halt drei verschiedene Personen singen, dann singt sie alleine, dann singt er alleine. Sie ist dann vor allem diejenige, die eine ordentliche Tanz- oder ziemlich viele Tanznummern hinlegt. Fand ich auch beeindruckend, wie lange die Einstellungen waren, also die Takes, dass da relativ wenig geschnitten wurde, wo ich so dachte, oh ja, da kann ich mir vorstellen, dass das durchaus mal 10, 15 Takes oder so verbraucht hat, bis das gesessen hat. Also das, oder das sehr intensiv geübt worden ist, weil, ne, also klar, vielleicht haben die auch alle schon Bühnenerfahrung gehabt. Wie gesagt, ich kenne die Namen gar nicht großartig. Und wenn er auf der Bühne verpatzt, dann ist er sowieso vorbei. Oder nicht vorbei, aber. Und dass das hier dann doch immer sehr lange Einstellungen waren und nicht großartig, in Anführungszeichen, Schnittgewitter stattgefunden hat. Wie ging es dir da so? Hab doch nicht nachgedacht, aber jetzt, wo du es sagst, stimmt. Ne? Also ich dachte so, jetzt kommt noch eine Kamerafahrt und warum kommt jetzt nicht einfach mal der Schnitt? Und hab dann eben so manchmal gedacht, was ich dir ja sage, ne? Dass über Musical auf der Bühne, wenn wir das sehen, da hast du ja eben nicht diese Macht des Schnittes. Du hast eben deine eine Perspektive. Und je nachdem, wo du sitzt, bietet die gewisse Vor- und Nachteile. Und beim Film kannst du ja eben darüber hinaus schneiden oder vor allem auch den Zoom auf die Großaufnahme vom Gesicht. Are you ready for your close-up? Mhm. um mal nochmal hier an Sunset Boulevard zu erinnern. Kannst du eben sowas machen, Kamerafahrten auf Gesichter. Und ja, eigentlich kannst du eben schneiden. Und ist ja. Es nicht so? Ja, was? Ja, Entschuldigung, aber jetzt, wo du gerade Sunset Boulevard sagst, ne? Ja, klar. Und da habe ich, das war zum Beispiel, ist einer der Filme, wo ich den Namen Betty Hutton das letzte Mal so was gehört habe. Weil da gibt es so eine Szene, wo dann sozusagen die Studio irgendwie füllen und dann gehen ein paar Leute vorbei und sagen dann so, ja, mach das doch im Stil von Betty Hutton, das Gemälde. Kann ich mich schon nicht mehr dran erinnern. Ja, interessant. Ja, klick. Das, ja, ich weiß schon gar nicht mehr, war Sunset Boulevard von 50?
Oder von wann war der? Geht weiter. Ja, also sehr, sehr schöne Liedernummern, auch schöner Studiodreh an diesem Hotel da zu Beginn. War schön ausgestattet. Genau, wir kriegen halt sehr gut in diesen Songs eben vermittelt, dass unsere Annie ein Mädchen der Natur ist, dass sie sehr wenig, oder dass sie niedrigen Bildungsstand hat, aber eben fürs Leben durchaus einiges gelernt hat. Also sie weiß, wie man überlebt, aber wenn es dann eben darum geht, was ist 2 Dutzend, wie viel ist das? Und haben wir, sie halt passt auf ihre 2 kleine Schwestern und 2 kleine Brüder, oder sind 4 Kinder, ne? Ja, aber ich glaube, das sind nicht ihre Geschwister, das sind einfach nur die Leute, die sich zusammengefunden haben aus dem Dorf. Ja, nee, sie sagt schon, das sind hier kleine Brüder und Schwestern. Das habe ich ihr geglaubt, dass das die Familie ist. Achso, dann habe ich lieber nicht hingeguckt und nicht also, hingehört. Na, wie auch immer, genau, die hat sie eben auch dabei und dann fragt sie eben ihre kleinen Brüder und Schwestern, haben wir denn jemanden hier, der bis über 20 zählen kann und so? Und dann der Kleine, ja, ich kann bis 20 zählen immerhin. Und interessanterweise fällt mir jetzt gerade so ein, der Junge, der auch der Jüngste zu sein scheint, oder willst du widersprechen? Nö, nee, stimmt, auf jeden Fall ist der Kleinste. Kleinste, dass der derjenige ist, lesen kann, schreiben wissen wir nicht genau, und der anscheinend auch rechnen kann oder am besten rechnen kann aus dieser Gruppe. Was ja vielleicht auch wieder so über die Geschlechterverteilung, Geschlechterrollen etwas miterzählt, so unterbewusst. Genau, ja, Annie, eben eine sehr einfache Frau, die es aber drauf hat, schützentechnisch. Es ist so, dass aufeinander ein wie heißt das immer, Clash? Civilization Clash nicht, Clash der Kulturen, weil sie damit eingeführt wird, sie erschießt in Anführungszeichen einen Vogel, aber das war nur ein Vögelchen, was Teil einer Dekoration eines Hutes war. Und da merken wir dann eben gleich, das ist nicht ihre Welt. Und da sind eben sehr große Brücken zwischen diesen Welten des vornehmen, edlen Zivilisation und der in der Wildnis lebenden und ihr Geld sich mit der Jagd verdienenden Frau. Ja, ständig Clash halt, ja. Ja, hast du recht. Also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich fand sie sehr, sehr sympathisch von Anfang an. Sie war sehr, sehr freundlich, sehr lebenslustig, sehr, also sie bringt die Sonne mit tatsächlich, ist auch sehr selbstüberzeugt. Ist natürlich dadurch, dass sie halt auch nicht viel nachdenkt und einfach nur natürlich so ist, wie sie ist, ist sie halt auch sehr direkt in ihrer Art. Und das hat mir auch sehr gut gefallen und ich fand sie wirklich sehr süß. Also ich fand dieses Lied auch sehr unterhaltsam und wie sie es präsentiert hat. Also ich fand, also mir das dieses Lied zum Beispiel, wo sie sich denn vorstellt, das war jetzt nicht so mein Lieblingslied, muss ich sagen, aber ich fand, dafür, dass es so lange ging, hat sie es wirklich sehr schön vermittelt, dass es wirklich Spaß gemacht hat, dem trotzdem zu folgen. Also ja. Und das war für mich, war es tatsächlich auch so der erste Punkt, wo ich dachte, ah ja, das wird wohl ein doch heiterer oder lustigerer Ton, weil vor allen Dingen nach dem Lied, wenn sie dann den Frank Butler anguckt und ihr so die Gesichtszüge entgleiten, das war so irgendwann, wo ich dachte, okay, das wird jetzt also doch sehr direkte Komödie auch anstellen werden. Also sehr, sehr, ja, sehr direkte Komödie. Würdest du sagen, das ist eine Screwball-Comedy? Also bei Screwball würde ich zumindest grundsätzlich sagen, da sind natürlich dann immer ein Merkmal die Dialoge. Ne? Also wirklich messerscharfe Dialoge. Also es hat Anklänge dessen auf jeden Fall. Ne? Wir haben natürlich die Grundgeschichte Mann und Frau und dann tun sie so, als könnten sie sich nicht ab. Aber natürlich sind sie völlig ineinander verliebt. Und wir haben in den Songs auf jeden Fall sehr schön geschriebene Zeilen. Vor allen Dingen in diesem Yes, I Can, No, You Can't. Allerdings, ne? das fand ich auch ein sehr bekanntes Lied. Also das war dann, wenn man jetzt Screwball sagen würde, das wäre für mich eben Screwball in Musical-Form. Was aber sonst im Rest des Films, finde ich nicht auf die Art und Weise. Es sind schon gut geschriebene Dialoge an sich, aber ich würde nicht sagen, das, was jetzt so spitzenmäßige Screwball-Comedy ist, also sowas wie Billy Wilder vor allem oder vielleicht auch Frank Capra mit It Happened One Night, Das geschah in einer Nacht. Ah, ich liebe diesen Film. Clark Gable und ihren Namen habe ich leider auch wieder vergessen. Genau, aber also da würde ich den jetzt nicht unbedingt dazu zählen, aber es gibt eben Elemente. Oder wie siehst du das? Was ist dein Eindruck da? Also ich stimme dir komplett zu, ich hatte nur einen Punkt, was dieses Thema angeht. Ich finde, in reinen Screwball-Comedy ist es nicht, einfach weil auch Frank und Annie zu wenig Screentime zusammen haben. Mhm. Die haben mehr Einzelszenen. Und ich finde auch dieses Lied, Yes, You Can, ich weiß gar nicht, wie es offiziell heißt, aber das ist genau das Symbol als Screwball-Comedy, aber es reicht halt nicht, wenn es in einer Szene bloß drin ist.
Fand ich aber ein sehr, sehr schönes Lied. Also fand ich, wie gesagt, auch sehr bekannt. Ich war auch überrascht, weil vom Cover hier, was von der DVD, also wie das sozusagen das Poster aussieht, da sieht sie so alt aus wie mit 40 und auch sehr streng von der Art her. Und dann kommt dann auf einmal, kam sie das erste Mal rein ins Bild, so, ich sag mal, junge, hübsche Frau, lebenslustig, wirklich jugendliche Gesichtszüge. Da war ich echt überrascht, also positiv überrascht, dass sie das Bild nicht da verändert hat. Und Veränderung ist auch das, was mit Annie passieren wird im Laufe der Handlung. Sie ist dann diejenige, die bei diesem Schießwettbewerb antreten wird gegen den Meisterschützen Frank Butler, was zunächst zu kleinen Verwirrungen führt, weil doch eigentlich gesagt wurde, nee, nur gegen Männer, und aber dann wird dann beschwichtigt und ja, machen wir schon. Und dieses Kunstschießen gewinnt sie dann und wird dann Teil der Show und kriegen dann eine schöne Montage präsentiert, wo wir sehen, wie die, also sie wird Teil dieser Truppe und sie ziehen dann eben durch die Lande weiter und so als Montage präsentiert, im Sinne von, wir sehen, wie sie sich immer wieder anderweitig versucht zu schminken oder zumindest weniger dreckig auszusehen. Also sie hat sie so sehr auf bräunlich getrimmt. Ich weiß nicht, ob das nur Sonnenbräune sein sollte. Ich glaube, es sollte eben so das, was man eben so abkriegt in der Natur sein. Die sich also gar nicht so viel Gedanken bisher gemacht hat um ihr Aussehen, aber weil ihr Frank ja in seinem ersten Song gesagt hat, also wenn ich eine Frau heirate, die ist super hübsch und trägt tolle Kleider, Handschuhe, den Schirm dabei und riecht noch hat ein schönes Eau de Cologne drauf. Und das kriegen wir eben in so einer Montage präsentiert, inklusive kleiner Gags, wie dass sie dann träumt, also sie schläft, träumt, dann wird Frank so mit eingeblendet und dabei kippt dann wieder ihr Mund auch im Schlaf auf, also etwas, was sich auch so ein bisschen durch den Film zieht, ohne dass ich die jetzt alle im Kopf behalten habe, aber so diverse kleine Details, so eine kleinen Gags, die da immer wieder vorkommen, was ich für eine ziemliche Qualität halte, weil es einfach so visuelle Komik ist, auf die ich sehr gut anspringe, sowieso. Ja, stimmt, du hast viel gekichert. Das war natürlich auch bei diversen Sprüchen nachher so. Aber das hat mir auch sehr zugesagt. Wie gesagt, ich kann mich jetzt nicht an alle Details so gerade erinnern, aber da waren schon wirklich so Momente, wo ich dachte, daran haben die jetzt gerade noch gedacht oder so. Das war schon sehr schön. Das hat mir gefallen. Kannst du dich noch an diese Montage erinnern? Ja, aber die habe ich nicht so abgeholt wie dich, muss ich ehrlich sagen. Das war aber okay. Aber ich habe immer gedacht, warum kichert der denn jetzt? War schön visuell umgesetzt, aber war für mich jetzt nicht das Highlight des Films. Was war denn eher das Highlight für dich? Oder die Highlights 1? Die Evita-Montage. Die Evita-Montage? Ja. Wenn sie durch Europa touren? Ja. Oder? Ja. Okay. Wenn sie durch sozusagen mit diesem schnellen Song, was so eingespielt ist und dann halt durch die verschiedenen Länder und wie sie dann halt immer die Regenten oder die Präsidenten da trifft. Und, aber ist das eigentlich ein Song? Also das ist ja ein Instrumentalstück, ne? Ja. Da wird ja nicht mehr gesungen an der Stelle. Ja, aber es ist ja trotzdem eine schnelle Nummer und dann hast du halt immer dann hast du da, was weiß ich, Frankreich, Deutschland, Italien, die, England die, so die, die großen, die großen Städte, genau. Europa, also Rom, und, ich glaube, es geht in Frankreich los, aber Rom, London, Berlin, Schweden schaffen sie dann nicht mehr. Ja, aber dann halt in einer schnellen Montage so raufgezogen und das hat mich wirklich sehr an die Madonna-Verfilmung von Evita erinnert, wo ich dachte, ob ich mich gefragt habe, ob die sich da ein bisschen Inspiration auch geholt haben, weil das ja auch dieses Rainbow Tours ja aus Lied, wo sie dann halt auch als Regentin sozusagen durch Europa tourt und auch recht schnelle Sachen sind. Das hast du dann mit einem schnellen Song, der von Antonio Banderas gesungen wird, und das ist wirklich schön gemacht. Und dann, als dann diese Szenensequenz kam, da fühlte ich mich gleich, habe ich mich so an Evita erinnert gefühlt, und weil das auch mein Lieblingslied in Evita ist, habe ich gleich so eine innere Wärme in mir gespürt. Deswegen war es auch mein Highlight. Ja, ich glaube, also keine Ahnung, ob und wie das inspirationstechnisch aussieht, aber ich kann mir natürlich vorstellen, dass sich das eben, ne, wenn du so auf Reisen bist und viele Orte abklapperst, dass sich das für eine Montage eben grundsätzlich sehr gut anbietet, dass man das eben so schön komprimiert darstellen kann. Und das wird ja hier auch gemacht, dass sie da eben an den diversen Höfen gastieren und dann wird eben auch immer genau die gleiche Kulisse benutzt. Wir haben eben, ja, weiß ich schon gar nicht mehr, in Italien da den, weiß nicht, was da der, war das da noch ein König? Wahrscheinlich nicht, ne? Keine Ahnung. Aber wir haben eben dann so den Wilhelminischen mit Pickelhaube in Berlin und dann haben wir nachher Queen Victoria und jeder gibt auch anders die Hand. Oder genau, der Italiener macht so mit Kuss links, Kuss rechts. Der Deutsche macht mit dem Handschlag, wo auch der Indianerhäuptling so ganz froh ist. Ah ja, Handschlag mache ich bei dem Italiener. Als der so Küsschen machen wollte bei ihm, ist er gleich weggegangen. Hahaha. Mhm. Ha, ha. Und bei Queen Victoria dann will Annie ihr die Hand geben und dann kommt er, nein, gib ihr nicht die Hand, du verbeugst dich so ungefähr. Die klischeehaften Eigenheiten da einmal so auch mit zum Ausdruck gebracht werden.
Ja. Ja, ich hätte den Eindruck gehabt, so grad, wie du gerade geguckt hast, dass du nicht damit gerechnet hast, von allen Szenen, die es gab, dass ich genau diese Montage erwähnen werde. Ja, ja, also da fand ich dann eben sowas wie, oh ja, there's no business like show business, so als Nummer das zu hören und vor allem auch dieser no you can't, yes I can. Das fand ich ziemlich cool dargestellt, aber ich glaube so von den Liedern auch sowas auch sehr, sehr cool war, auch von der Inszenierung her war dieses I'm an Indian too. Was mir aber am Rassismus komplett angestoßen ist. Also ja, ich fand also das muss man jetzt mal so teilen. Also das Lied war sehr, sehr schön, ist gerade ins Ohr gegangen. Ich fand auch die Choreografien sehr cool, auch mit den Leuten, auch die sehr Folgen stark, ja. Sehr schön gemacht. Auch die Ausstattung. Auch ihr Spiel, wie auch mit ihrer Mimik und ihren Ausdrücken, aber ich muss ehrlich sagen, mir hat dieser Rassismus hat mir so aufgestoßen. Ich weiß nicht, mag sowas nicht. Ja, es ist halt eine sehr simple Darstellung oder eine übermäßig klischeehafte Darstellung. Das ist die einfachste Darstellung, die wir alle aus der Kindheit kennen, wenn wir Cowboy und Indianer gespielt haben und in halt diesen Poschingskostümen mit diesen rumgerannt sind und genau so ist dieser Film. Ja. Aber also ne, was eben an der Nummer so stark ist, die Texte sind nicht verkehrt, die Ausstattung ist wirklich toll, was so die Kostüme und alles angeht, so verklärend oder verfälschend es auch sein mag. Der Gesang, ich war auch ganz grundsätzlich war ich von ihrer Stimmkraft auch sehr beeindruckt. Also fand, das war eine sehr schöne Stimme, die einen sehr eigenen Charakter hatte. Ja, das war jetzt nicht so eine völlig glatte oder so, was sie. Ich fand, sie hat auch eine hohe Melodiebreite sozusagen abgedeckt. Also so verschiedene Stimmen, weißt du, die konnte sehr hell singen und als auch sehr tief. Und sie kann weicher singen und sie kann höher singen als. Naja, als aber ich fand, die hat eine sehr starke Stimmbreite gehabt. Das war sehr, fand mir sehr gut gefallen. Ja, also war ich beeindruckt. Ich hätte ihr das nicht zugetraut, sondern einfach beeindruckt. Ja, das fand ich sehr. Dagegen wirkte sozusagen der Hauptdarsteller, der den Frank spielt, ja relativ flach. Ne? Was hat der, was war das? Ein Bariton? Da fragst du mich das Falsche. Ich glaube, die Bariton war das. Der war schon recht tief. Und. Der wirkte dagegen sehr monoton. Nicht nur in seiner Haltung, wie er so sich nicht großartig bewegt hat, sondern auch sozusagen, in seinem, weil er auch meistens langsamere gesungen hat und dann halt eher betont auf die Tiefe, um die Stimme zu, um den Ton zu halten. Da wirkte er dagegen ein bisschen blasser. Aber ich glaube, das ist natürlich auch ein Schachzug oder eine Überlegung, die ganz bewusst so ist, würde ich. Also, ja, davon würde ich mal ganz stark ausgehen. Dass er bewusst ist, dadurch, dass sie sich ja so viel bewegt und rumhampelt und wirkt er natürlich noch weniger beweglich in dem Vergleich, aber dadurch kommt sie ja eben noch mehr hervorgehoben. Also ich denke, dass ja, das so das ist klar. Deswegen auch so ist, ja. Ich habe das nur ganz pfiffig eingeschoben, weil ich gerade sozusagen das Thema gerade vorbeischieben wollte. Jetzt hast du mir den Wind wieder ein bisschen rausgenommen. So, ist so völlig in Ordnung. Also, und zwar wollte ich nämlich zu dem Thema übergehen, dass ich zum Beispiel mit der Figur des Frank lange nichts anfangen konnte. Ja. Gott, ich habe gerade festgestellt, für mich jetzt, so ein kleiner Insider, wenn ich sage Frank, dann denke ich immer automatisch an die nackte Kanone. Ich glaube, das ist von dir eingeimpft. Dann denke ich euch immer zu, die Synchro von Priscilla Presley so stehen, Frank. Mr. Drabbin. Oh, ihr habt beide recht. Nee, aber auf jeden Fall, das war jetzt Ende im Gelände, aber ich fand auf jeden Fall, dass ich mit seiner Figur lange nichts anfangen konnte. Ich habe lange gedacht, er nutzt sie nur aus, er will sie nur ausnutzen. Und ich war auch extrem überrascht, als er auf einmal seine eigenen Gefühle dann in seinem Song gestanden hat, den ich übrigens sehr langweilig fand. Das war, glaube ich, welchen Song meinst du da, den vom Anfang? Oder? Wo er dann sozusagen für sich erkennt, die Gefühle sind überführt. Achso, Being Miserable, ne? Das war für mich das war ein sehr pompöser und sehr schön gestalteter Song. Das war für mich aber persönlich der schwächste Song des Films. Okay. Aber ich fand den eigentlich auch gut. Ich überlege gerade, ich fand die eigentlich alle relativ gut. Und jetzt irgendwie so den rauszusuchen, der am wenigsten gut war, sozusagen, also für mich war dann eher so rum zu formulieren, als zu sagen, das war jetzt ein schlechter Song auf jeden Fall. Aber den fand ich eigentlich, ja, der hatte sowas Ironisches. Ich hatte auch so diesen, also am Anfang war für mich auch dieses, ja, dieser Frank ist halt der Schönling, er hat durchaus eben dieses eine Talent, aber. Er ist jetzt nicht gerade ein interessanter Typ, weil er halt einfach froh ist, dass er in alle möglichen Städte kommt und er ist eben sozusagen der Seefahrer, der in jedem Hafen eine Braut hat, so ungefähr, und sich dann immer da vergnügt und alles. Ich fand also sehr oberflächlich. Seine Figur ist so blass geblieben, da konntest du gar nicht viel reininterpretieren, weil da gar nicht so viel gegeben wurde. Ja. Das meiste, was wir erfahren haben, waren ja auch eher Hörensagen, wo du auch gar nicht wusstest, stimmt das nicht, weil er auch nicht so durchschaubar von der Art her war. Ja, wir haben dann bei dieser Montage, wenn es eben darum geht, dass wir jetzt so die ersten Stationen, bei denen Annie dabei ist, kommt dann auch eine längere oder Sequenzen im Zug oder in Zügen, was auch sehr einfallsreich gemacht ist. Gibt es dann auch wieder so kleine Gags, die Annie koppelt mit ihren Kindern einen Wagen ab und dann kommt dann so dieses
Ja, tut mir leid, dass ich den Wagen abgekoppelt habe. Und Charlie dann so, ja, wenn du es nur nicht auf einem Hügel gemacht hättest. Auch so ein herrlicher kleiner Gag. Und in dieser Zugfahrt oder einer der Zugfahrten haben wir dann auch einen Moment. Das hätten dann noch mal her. Die fand ich vorhin auch schon geil. Ja, der kam auch so schön trocken, ne? So dieses, den habe also, ich auch so wie so ein. So ein richtig schöner No-Nonsense-Gag. Einfach, der passt eigentlich auch zu Nackt, der hätte auch bei den nackten Kanonen gepasst. Ja, dann ist der Zug weggeholt. Ja, wenn es nur nicht auf einem Hügel gewesen wäre. Ja, komm, die machen so einen schönen Wegwerf-Gag. Völlig umsonst. Auf jeden Fall kommen sich da dann eben auch Annie und Frank auch ein bisschen näher. Und eigentlich sollte es ja jetzt in den romantischen Teil gehen. Und da ist eben eine sehr schöne Studiokulisse, auch wieder so mit dem Sonnenuntergang. Aber Carly ist noch nicht so weit. Sie ist immer noch auf Tour abwärts den Hügel hinunter mit dem gelösten Waggon. Erzähl mal. Genau, da kommt diese etwas romantischer angehauchte Nummer. Das wäre vielleicht für mich der Song. Du meintest ja auch, der wäre auch bekannt. Ja, von aber den ja auch gleich vom ersten Ton. Aber ich frage mich auch, woher? Warum kenne ich diese ganzen Lieder? Ich habe die vorher gesehen. Das ist ja vielleicht, so ganz das ehrlich. Ist eben so dann das Erbe dieser Stücke vielleicht, ne? Dass die eben die in die Popkultur einsickern, so wie ich manchmal GIFs sehe bei Twitter oder sonst wo und denke, ah ja, der und der Film. Und dann, wenn man das den Leuten dann irgendwie sagt, dann wie, was Film? Keine Ahnung, so ungefähr. Also, kenne natürlich auch nicht alle. Denke auch bei manchen so, hä, was ist das oder so, das Bild? Und vielleicht ist es eben bei den Songs eben auch so, ne? There's no business like show business. Ich hätte dir nicht sagen können, woher das kommt. Ich habe gesagt, das kenne ich, aber. Sehr bekannt. Also, wie gesagt, 70% der Lieder kannte ich und ich fand alle, also mindestens 5 Lieder, wo ich immer dachte, nach der ersten Zeile, oh ja, ich weiß, wie es weitergeht und ich weiß, wie der Refrain sein wird. Und das war auch so. Und ich weiß aber nicht, woher ich sie kenne. Aber ich fand auch insgesamt den Soundtrack sehr, sehr stark. Da gab es kein Lied, was nicht gut wäre. Das war jetzt auch meckern auf höchstem Niveau, als ich gesagt habe, dass ich sein Lied am schwächsten fand. Das war jetzt nur im Verhältnis gesehen. Na, also fand es jetzt nicht schlecht. Ja. Naja. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass das auf der Bühne sehr, sehr gut funktioniert, das ganze Material und da schon. Ja. Na, ich überlege so ein bisschen, also, ne, du hast halt ja die eine Perspektive, du guckst ja von unten auf Höhe der Bühne ein bisschen und kannst dich so von oben gucken, weil ja gerade diese Shownummern, wenn die da umherreiten und so, die haben ja schon eine gewisse Geometrie auch dann in der Inszenierung und meistens eben durch so Perspektiven von oben, eher so Vogelperspektivenmäßig. Das kannst du ja in der Form nicht unbedingt so dann rüberbringen. Also kannst du dann auf andere Art und Weise die da durchreiten lassen oder so oder rumreiten lassen auf der Bühne. Aber ja nicht unbedingt in der Form. Na gut, das wird aber anders gelöst. Ne? Ja, also ich habe jetzt verschiedene Bilder vor irgendwann machen kann, aber auch gerade von der Füllpracht her. Also jetzt fühle ich mich nochmal erinnert, das hatte ich ja schon mal erwähnt, hier vom Here to Eternity. Das ist ein West-End-Stück. Ja, West-End-Stück. Und da hast du ja auch diese Szene, wo die sozusagen der Italiener dann im Kriegsgefängnis ist, also hier im Militärgefängnis ist und dann halt hier die ganze Zeit in der Mine arbeiten muss und dann hast du da auch ein riesengeiles Bühnenbild, wo da auch 30, 40 Leute auf der Bühne stehen und gleichzeitig dann halt mit der Schaufel und den Ketten hier so eine Choreografie ablegen. Das ist echt beeindruckend. Ja. Ich habe das Gefühl, eigentlich sind alle Figuren in diesem Stück nicht wirklich die super riesen Charaktere oder besitzen so eine große Tiefe. Und die sind sehr oberflächlich gezeichnet. Also ne, der Chef der Show ist voll aufs Geld bedacht und immer, sobald er irgendwie was von Geld mitbekommt, ist er da hinterher. Obwohl der trotzdem sehr sympathisch wirkt. Also der wirkt nicht so, als wenn er seine Leute ausnutzen würde oder so. Ne? Das stimmt tatsächlich, ja. Ne? Kann man schon schlimmere Showrunner. Ja, also er ist auf jeden Fall kein Anti-Held oder ähnliches. Ich finde ihn wirklich okay. Da gibt es sozusagen dessen Namen die Show trägt hier, den Buffalo Bill, Colonel XY, habe ich schon wieder vergessen, der wirkt auch zwar sympathisch, so wie so ein bisschen der weise Vater, so der so Ratschläge erteilt. Der sah ein bisschen aus wie bei Haus 2 der Opa. So von dem, mit den weißen langen Haaren, weißen langen Bart, also so, der war ja auch so ein bisschen auf Western Style. Ja. Also, ja, will ich jetzt nicht widersprechen, aber die Verbindung habe ich auf jeden Fall auch nicht hergestellt. Also der Film hat ganz beim Ende, wie ihr schon hört, der Film hat ganz viele Popkulturanspielungen mir ausgelöst. Naja, aber es ist ja normal, dass man sich eben so versucht irgendwie zu orientieren oder eben so einzuordnen. Und dann, ja, aber wie heißt denn der Stichwort Schauspieler? Ghostbusters 2. Wie heißt denn der Schauspieler hier, der mit diesem, der diese richtig tiefe Stimme hat, so hager, lang, immer diesen fetten Schnurrbart. Ich glaube, der hat auch mitgemacht hier bei... Ich gucke sehr fragend, das hört man gerade nicht so gut. Ja, nicht Fight Clubs. Ach, Fight Clubs ist Quatsch. Oh, mit Patrick Swayze, dieser legendäre Film als Türsteher. Roadhouse. Roadhouse. Ich glaube, ich weiß, wen du meinst, aber ich komme nicht auf den Namen.
Nee, der ist ein Reese, glaube ich, der Dicke, ne? Wer ist hier, Josh? Da weiß ich aber die Namen nicht. Ja, nee, aber ich habe jetzt auf jeden Fall also auch... Also ich glaube, der sieht auf jeden Fall aus wie Dennis. Also ich will mich nicht sehen, ist das auch der, bei Stars Born den Bruder spielt? Ja. Ne? Ja, dann haben wir jetzt auf jeden Fall... Fällt nichts Haarigeres ein. Also, ja, aber der, so, das ist so sein Stil. Ja. Ja. Okay. Entschuldige, ich suche auf, ich weiche mal vom Thema ab, ich halte mich jetzt zurück. Nee, alles gut. Ich trinke jetzt mal Aloe Vera Drink und bin ganz froh. Nein, das ist ja nicht, komplett hier stumm geschaltet werden. Ach so, aber wenn wir schon dabei sind, das ist jetzt auch mein letzter Ausreißer. Mal gucken, also ich würde gerne mit dir ein Thema anfangen, was mir sehr am Herzen liegt, nachdem ich diesen Film auch gesehen habe, weil es ein Thema ist, was sozusagen immer wieder in meinen Gedanken aufkommt. Und mein Pudel. Ich fand den Pudel ganz toll und ich liebe Pudel, ist ja meine Lieblingshunderasse und ich träume immer davon, nochmal irgendwann im Leben einen Pudel zu haben, weil die immer so schön flauschig sind. Und ich fand, ich weiß nicht, ob das war das gegen die Tierrechte, dass sie permanent einem Pudel den Apfel vom Kopf geschossen hat. Also ich fand das als Attraktion sehr grenzwertig, der Tierschutzverein war sofort dabei gewesen Das ist ja was heutzutage so bei Zirkusveranstaltungen so ja sehr in der Kritik steht, oder ob man überhaupt lebende Tiere braucht für solche Attraktionen. Und heute wäre mindestens monitored by Human Animal Association oder wie das Ding heißt, Animal Humane Association, ne, dass keine Tiere sind zu Schaden kommen, so ungefähr. Würde man heute wahrscheinlich nicht mehr so drehen, so ungefähr. Ja, vor allem, ich weiß auch gar nicht, wie das möglich ist, weil das ist ja ein bewegendes, also du kannst ja einen Hund, der rennt ja, das ist ja nicht wie beim Mensch, bei der Frau, die dann an die Wand festgeschnallt ist und die Messer fliegen, die sich nicht bewegen. Also für diesen Film werden sie sicherlich einige Tricks genommen haben, sie haben ja auch Special Effects Leute gehabt, die nehme ich auch an, das waren so Art Fernzünder oder so, die sie da genommen haben. Ich glaube nicht, dass sie wirklich dahin geschossen hat mit einer echten Patrone, die dann... Du hast gesagt, es war wahre Begebenheit. Ja, das schon. Aber dieser Film ist eine fiktive Sache, wo man sich Tricks bedient. Ich glaube nicht, dass die wirklich bis nach England gefahren sind und dass das die echte Queen Victoria war. Ich muss dich hier enttäuschen. Ja, der Punkt an der Sache ist, welche Frage mir auf jeden Fall am Herzen liegt, ist es öfter so, dass dann am besten Pudel laufen? Ja, ich suche demnächst, wenn wir den nächsten Westbank gucken, da ist bestimmt auch ein Pudel dabei. Oh, ich liebe Pudel. Nein, keine Ahnung, glaube ich nicht. Also es kommen immer Tiere auch so vor. Das finde ich auch immer mal so ein weiß ich nicht warum, manchmal gucke ich so bei Filmen, was kommen eigentlich so für lebende Tiere vor? Also fliegt man durchs Bild oder läuft durchs Bild oder steht rum? Ohne dass das jetzt eine tiefere Bedeutung hätte, aber... Ja, meine Kritikpunkt dafür ist auf jeden Fall, dass der Pudel irgendwann nicht mehr zu sehen war. Ja, vielleicht hat dann doch mal jemand daneben geschossen. Glaube ich allerdings nicht. Ich war eigentlich bei dem Punkt der Charaktere, ja, wie gesagt, hier der Bill, Buffalo Bill, der eigentlich auch nicht wirklich jetzt großartig eine Tiefe bekommt irgendwie, also am ehesten wirklich dann noch Annie, ne, die dann eben sich äußerlich wandelt, eben zur vermeintlich schick angezogenen, gut aussehenden Frau. Ja, ich weiß ja nicht, das war ja eine Mogelpackung. Also eine Frau im Abendkleid, die sich die ganze Medaille an die Brust tacke, die ist also auch nicht so eine Art Aschenputtel da eben Figur. Ja, das ist aber auch nur mehr Schein übergestülpt, weil sie ist ja sehr trampelig und sehr, sehr lax in ihren Bewegungsabläufen und auch die O-Beine, wie so ein Cowboy rennt sie durch die Welt und wenn sie das Kleid anhat, dann geht es ja genauso noch. Also das ist ja, das fand ich stark, ne? Wenn sie dann auf dieser Party am Schluss, wenn sie diese Arme so relativ weit von ihrem Kleid so hatte, finde ich, das wirkte schon, dass ich eben so wie, ja, sie soll ein bisschen ungeschickt wirken im Verhältnis zu den galanten Damen und so, aber das zeigt eben ja auch, dass sie eben eigentlich nicht so dazugehört oder dass das eben nicht das ist, wo sie herkommt. Und dass man auch so einfach natürlich leben kann. Also dass es nicht weder gut schlecht ist, sondern es ist eben einfach so. Und das ist dann vielleicht auch der größte Kniffelpunkt an diesem Film, was so die Moral angeht. Ist das eigentlich, also genau, ist es ein Happy End für dich? Ja, in Westdeutschland der 50er Jahre schon. nur der 50er Jahre? Nur Westdeutschland? Nee, also ich habe so gedacht, es wird ja wahrscheinlich darauf hinauslaufen, wenn die nachher mit ihrem Herzblatt den Schießwettbewerb macht, dass sie dann sozusagen verlieren wird und dann kommt sie mit dem Mann zusammen, weil der Mann das halt nicht verknusen kann, dass sie besser ist als er. Und es war leider auch so und das ist natürlich eine Aussage nicht sehr feministisch. Also ich bin ja noch ein Mensch, ich gehöre auch den Leuten, die jetzt nicht unbedingt im Film unbedingt auf feministischen Zügen rumreiten oder so. Das ist ja eigentlich ein Thema, was mich nicht so anstößt, komischerweise. Aber in der Hinsicht fand ich das schon ein bisschen schwach. Warum soll sie nicht dazu stehen, was sie kann? Und warum akzeptiert er sie nicht so, wie sie ist? Also das ist ja dieses Konkurrenzverhalten, das ist ja komplett vom Frank gesteuert. Das ist eine rein männliche Perspektive. Da sie selber, ihr ist es ja egal. Sie möchte mit ihm ja einfach nur im Team arbeiten, dass beide erfolgreich sind und beide gemeinsam eine Attraktion sind. Das ist ja eigentlich das, was sie möchte.
Und er macht ja die ganze Zeit immer diesen... Er ist da zu eitel für, er kann es nicht ab, dass eine Frau über ihm stehen würde. Ja, also fand ich von der Moral nicht sehr schön, muss ich sagen. Also ist sozusagen Glück in der Liebe, Pech im Spiel. Ja, also die sieht nach das Heimchen am Herd letztendlich. Erst in der Hälfte, also, fällt und, na, und also, jetzt kann sie ihn heiraten und jetzt kann sie sich zurücknehmen und das Mütterchen sein. Das würde ich nicht ganz so extrem sehen. Zumindest zeigt uns der Film nicht, dass sie zum Heimchen am Herd wird, noch dass sie Kinder kriegen. Nee, aber sie das zeigen sagt sie aber dem Papa. Sie zeigen uns die beiden als gleich, scheinbar gleichberechtigte Attraktion ihrer eigenen Show. Also zumindest, ich würde auch das erstmal negativ sehen, dass sie sich, dass sie ihn nur bekommen kann, wenn sie sich ihm unterordnet auf der Können-Ebene. Ja, und sich verstellt. So, dass sie da eben diesen, dass sie diesen Teil lässt, um eben sich zu lieben. Kann man jetzt mal ganz grundsätzlich fragen, ob man das nicht in Beziehung durchaus mal eine Sache ist, die auch so mal vorkommt, dass man eben sagt, naja, lasse ich eben meiner besseren Hälfte den Vorzug oder so, oder ne, da mal unterstützen oder hier sich zurücknehmen. Aber es ist natürlich, grundsätzlich ist es schon wieder dieses, ja, warum das denn jetzt? Warum kann er denn nicht auch merken, was sie für eine tolle Frau ist und dann trotzdem mit ihr zusammen sein und dann machen sie das halt einfach und dann ist sie eben die bessere Schützin. Wen interessiert's, ne? Ja, du hast ja noch im Laufe des Films auch zwei andere Informationen gesagt bekommen. Einmal, dass sie dann sozusagen von dem Häuptling adoptiert worden ist. Und sie dann halt sagt, na, sie wollte ja eigentlich nur heiraten, das Showbiz ist ja eine Leine, ja. Sie ist ja nur wegen Frank da, also sie möchte ihn nur heiraten und dann nimmt sie sich aus dem Showbiz auch raus, dass er das da sein kann, da wird's, mhm. sagt sie es auch nochmal direkt. Ja. Und dann kommt ja nochmal der zweite Punkt, wo Frank sie ja verlassen hat, um sich bei ihr zu melden, was ich auch schon sehr, sehr schwach fand. Er hat einen Brief hinterlassen. Ja, obwohl, ja gut, er wusste ja nicht, dass sie nicht lesen kann, ne? Aber also das war für mich, das ist ja gar nicht der Punkt, aber auf jeden Fall kommt sie ja dann zurück und erst ist sie ja total sauer und will ihn gar nicht sehen und will ihn sozusagen so abhandeln und gleichzeitig freut sie sich dann halt darauf, ihn doch zu sehen, obwohl die noch gar nicht mal kommuniziert haben und sie nicht mal weiß, wie er überhaupt zu ihr steht. Und dann kommt ja auch dieses, ja, gemeinsame Show und sie, ihr ganzes Vermögen, du bezahlst das jetzt, entweder wir machen diese Show jetzt oder du gibst das Vermögen her, dass du mit Frank zusammen sein kannst. Und dann sagt sie ja gleich, ich gebe mein ganzes Vermögen weg, weil ich mit ihm zusammen sein so. Und das ist ja dann auch schon wieder so ein... Ist ja auch dieser, ich hatte jetzt gerade nochmal nachgelesen, I got the sun in the morning hier, wenn sie den singt, diesen, ne, was will sie mit dem ganzen Geld, Hauptsache, also sie kommt eben durchs Leben, sie hat keine Yacht, sie braucht kein Luxushotel so ungefähr. Die Liebe ist eben das, was für sie auch... Also genau, ich finde es durchaus grundsätzlich ein bisschen problematisch, ebenfalls so die Moral, die damit vermittelt wird, im Sinne von, die Frau kann zwar gut sein, aber wenn sie einen Mann haben will, dann muss sie sich schon mal hinter dem Mann anstellen, der ist derjenige, der das quasi am Ende klar macht. Wenn der Mann nicht das okay gibt, dann ist da nichts mit Liebe so ungefähr, das ist schon sehr nicht so geil. Aber ich finde, es hätte auch noch deutlich Neger oder noch konservativer ausfallen können, dass wir sie eben sehen als Frau, die nur noch am Herd steht und nicht mehr irgendwie tätig ist. Und zumindest scheint sie, also so ist zumindest das Schlussbild ja, durchaus noch zwei Sachen vereinen zu können. Die Liebe zu Frank, die sie hat und ausleben kann und auch mit ihm, also vor allem erwiderte Liebe. Und dass sie trotzdem an diesen Shows noch teilnimmt. Ihr Können mindestens anteilig zeigen kann. Also das nicht völlig abtreten muss. Aber würdest du denn sagen, dass eine hundertprozentig erwiderte Liebe ist, wenn das schon daran scheitert, wenn sie jetzt besser ist, er ist das, dann kann er sie nicht mehr akzeptieren, dass er mit ihr zusammen sein kann? Ja, das ist eben so ein bisschen die überspitzte oder diese Zuspitzung in Filmform. Kann man natürlich durchaus, also ja, ich berechtigte Kritik, das stimmt schon, aber ich glaube trotzdem, dass er, so wie er das eben sagt, ne, in seinem Song hier, den du nicht so, den du als den Schwächsten empfunden hast, sie fasziniert ihn schon irgendwie. Also er hat sich schon ernsthaft doch auch in sie verguckt, trotz allem, ja. Mhm. Auch wenn man dann eigentlich sagen muss, ja, wenn das wirklich ernst ist, dann ist dir das auch scheißegal, ob sie jetzt die bessere Schützin ist, aber in dieser Filmhandlung ist das, finde ich, nachvollziehbar, dass das dann trotzdem so stattfindet und sie das eben. Ich meine, was natürlich schön ist, sie wird ja auch als ja einfältig dargestellt in manchen Ecken. Nein, und ich weiß nicht, ob einfältig als eben, ja, sie hat halt nie, sie ist nicht groß in der Schule gewesen. Also, naja, ich meine jetzt, die Schule ich meine jetzt des nicht, Lebens besucht. Ich meine jetzt nicht dumm im Sinne von, weil sie nicht lesen kann, ich meine jetzt im Sinne von, sie ist nicht sehr empathisch, was ihre Umgebung angeht. Sie erzählt ihre Meinung und redet drauf los. Direkt. Und achtet halt, Glauben. Aber ach, ja, genau, das meine ich mit einfältig. Sie ist halt nicht emotional, nicht sehr intelligent in diesem Bereich. Und wenn er dann halt seine Probleme hat oder er halt nicht so begeistert ist, dann kommt Mom zu ihm, ja, ich wusste, dass du es magst. Und dann kriegt sie mit, dass er sich verkrümelt oder dass er damit ein Problem hat. Und dann nimmt sie auch gar keine Rücksicht drauf, weil sie es gar nicht mitkriegt, weil sie gar nicht so aufmerksam ist. Sie ist nur auf ihn fokussiert, dass sie ihn haben möchte. Und wenn sie hat sich beschlossen, sie möchte ihn haben, und dann ist gut. Und dann hast du halt solche Sachen, wie sie mit ihren 1000 Medaillen ist. Und dann macht er diesen symbolischen, symbolische Geschenk, wo er sozusagen seine drei kleinen
Bronzemedaille der Welt, genau, oder rübergereicht, wenn sie hier alles von den ganzen Herrscher und Regenten aus Europa zugekrachelt hat. Und ist dann halt beleidigt und das kriegt sie auch nicht mit, ne? Dieses, worauf das jetzt herkommt, dass jemand ein Gespräch sucht oder ähnliches. Nee, dann ist halt dieses, ich meine, dieses, ja, also, genau, das ist einfach, yes, you can, das ist ja nur dieser Brustvergleich. Da jetzt aber das ist ja eigentlich auch, das zeigt ja auch diese Unterschiede zwischen den beiden, dass für ihn das eben so dermaßen wichtig ist, diese Auszeichnung zu bekommen, weil das ist sein Pfund, mit dem er wuchern kann, und für sie ist das eben, ja, ich kann gut schießen und jetzt geben die mir die Dinger auch, das ist ja nett, aber das ist nicht, ne, I got the sun in the morning, ich brauche die Dinger nicht, ich hab den Sonnenaufgang, ich habe den Mond in der Nacht, vielleicht schlafen wir dann im gleichen Bett und so, das ist das, was mir wichtig ist. Wie das da eben so, das ist ja auch ein altbekanntes Thema so in Geschichten. Ne? Ist ja nicht, das ist halt die Frage, ne? Ist denn der Film sozusagen in der Hinsicht nicht sehr feministisch? Weil man könnte ja auch sagen, dadurch, dass sie halt weiß, was sie möchte, und man kann es ja halt umdrehen, sie weiß, sie möchte, ihr ist das wichtig, das heißt, das hat mit dem Frauen gar nichts zu tun, weil das einfach ihr persönlich egal ist. So, das heißt, dann dürfte der Film ja keine nach dieser Perspektive ja keine Feminismuskritik aufkommen. Naja, wie gesagt, die Kritik würde ich ja eher so in der Hinsicht stellen, dieses, du kannst ihn nur bekommen, wenn du dich ihm unterordnest. Also sie muss in einem Punkt gewisser Weise trotzdem sich unterordnen. Auch wenn es vielleicht, ja doch, ihr ist ja auch ein bisschen wichtig. Aber na gut, die Gewichtung. Also ihr ist die Liebe wichtiger als eben dieses, der Schwanzvergleich. Mhm. Oder der Gun-Vergleich, der Waffenvergleich. Aber sag mal, ich habe dich vorhin gar nicht zurückgefragt. Was war denn für dich so die stärkste Szene vom Film? Ich meine, ich hatte da noch irgendwas gesagt. Ich glaube, ja, dieses Yes, I can, no, you can't, die Nummer fand ich, die war mir auch, also dann kam ja noch dieser Nachklapp, dass sie dann glücklich zusammen sind bei der Show, aber das war für mich wirklich, also hat auch als Höhepunkt super funktioniert, es war schön abwechslungsreich, also auch innerhalb des Rhythmus und so, soweit ich das halt beurteilen kann mit meinem Laienwissen zur Musik, aber den fand ich wirklich, das war eine schöne Sache und dem auch, ja, Punkt, das fand ich toll. Mhm. Aber wie gesagt, ich fand auch eben das insgesamt sehr, 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 sehr gut und das war sozusagen nochmal die Kirsche auf der Torte. Und hattest du denn Probleme beim Sehen gehabt mit diesem Rassismus hier sozusagen mit der Darstellung? Ja, mit den Indianerzeug habe ich, das habe ich eigentlich von Anfang an gedacht, so dieses, ne, was machen sie, also hier, wenn die dann im Zug, wenn Annie sie in den anderen Waggon lässt, weil sie bei sich selbst irgendwie beim Kochen ein kleines Feuer gemacht haben. Ja, und dann, ja, nee, sie können hier nicht rein und das ist ja alles, sie können doch nicht hier ihre Wäsche waschen, bekommen wir da hin so ungefähr, wo ich so denke, ja, ist doch egal, ja. Meine Güte, also, ne, wo so die Eitelkeiten, dieses Herabsetzen, die bösen Willen. Es gibt einmal so einen Spruch hier von dem Charlie, wo es dann ist hier mit dem, hier, Sitting Bull hat drei Regeln, keep den Arrow sharp, zweiten vergessen und das dritte, no money in show business oder irgendwie so, ne, und dann geht er weg und dann sagt doch Charlie noch so, ha, wie haben wir den eigentlich jemals Amerika entrissen? Also nicht entrissen, aber er sagt auf jeden Fall nicht, also es ist schon so eins, was nicht einfach ist, wir haben das Land erobert oder gewonnen, was man eher positiv deutet, es war schon eher ein Verb, was sich eher mindestens als, was man in beide Richtungen deuten kann. Hm. Was nicht ganz kritikfrei ist an dem Vorgehen der einfallenden Europäer. Ich fand es auch interessant, dass das alles Weiße waren mit Perücken und Schuhcreme im Gesicht. Ja, ist eben quasi das Blackfacing. Ne? Und dann halt auch alle natürlich mit dieser Feder hobeln, die wir auch alle vom Fasching kennen. Ja. Genau. Achso, genau, ja, ob ich damit Probleme hatte. Ja, also schon, hab das dann aber doch größtenteils eben irgendwie akzeptiert oder mich damit arrangiert in der Form. Wie fandest du ihre Darstellung, also ihr, also von Annie selbst Reaktion sozusagen auf den Häuptling und sozusagen deine Sioux-Mitglieder, Mitglieder so. Ja, gemischt. Ich fand, also gerade wenn sie dann dieses macht, das war schon wirklich so allerniedrigstes, das war schon peinlich, auch wenn es als Musik gut passte, aber ja, Also wie sie doch wegrennt, wenn sie auf sie zukommen. Die Musiknummer. Panisch, also wenn sie, das war ja eine, da war so eine kurze Einstellung drin, die wirkte 10 Sekunden, als wenn wir jetzt in einem Horrorfilm wären, als wenn sie wollen sie sozusagen, ach, diese abholen. Diese Nummer vor allem, ja, das war ja noch vor dem großen Song, ja. Ich war jetzt gerade ja, vor allem bei dem Song. Ja. Das meine ich ja. Und, ja, war so als Horrorfilm auch mit dem Schrei so inszeniert. Und der Schrei wird dann auch nochmal aufgegriffen in der Szene danach, ne? Naja, wenn sie dann eingeführt wird, bin ich schon Indianer? Also ich fand, ne, diese Szene in ihrem Zelt, wenn dann plötzlich Frank ist weg und dann kommen diese zwei Indianer und wollen sie sozusagen zum Häuptling führen. Das ist schon
weil du hast gesagt, so ein Horror-Elemente kommen davor, weil es wird plötzlich dunkel und Musik schon mal kurz auf. Ich fand es aber trotzdem, es wirkte, dadurch, dass es ja eine Komödie ist, durchaus überzeichnet in dieser Form, aber es ist natürlich auch bezeichnend, dass nun gerade die Indianer hier als die bösen Figuren dann natürlich nochmal dastehen sollen. Vielleicht hätte der Film gar nicht gebraucht, dieses Feindbild. Ich fand gar nicht, wo es herkommt. Ja, na, ich weiß nicht, ob es auch als Feindbild ist, aber es fällt eben vielleicht gerade heute nochmal mehr auf, dass das dann so ist. Also ich glaube, es war jetzt nicht übermäßig so inszeniert im Sinne von, wir müssen die jetzt so als irgendwie die Bösen mal kurz zeichnen, dass das nicht einfach nur nette Typen sind, mit denen wir eine Show zusammen machen, weil die auch sonst so halbwegs, wird ja auch gerade der Sitting Bull, der wird ja so als vernünftiger Typ, sage ich jetzt mal, gezeigt, ne, der auch immer Ideen hat und hilft und unterstützt und so. Also das finde ich, eher habe ich dann bei dem Song da meine ganz großen Probleme, ja. Aber wie gesagt, das ist eben diese Mischung aus, was da für Botschaften vermittelt werden, aber es ist halt super inszeniert, es sieht toll aus und alles, ist stark gesungen und so. Auch ja, die Tanzchoreografie, so. Ja. Findest du denn, dass sozusagen das Western-Genre sehr gut zu einem Musical passt, sozusagen? Oder findest du, dass das Musical in anderen Bereichen eher funktioniert? Also ich glaube, sie haben sich auf jeden Fall genug einfallen lassen, um das in dieses Setting zu übertragen. Es gibt wahrscheinlich Stücke, die sich vielleicht eher anbieten. Also ist ja auch hier eine Show, ne, die so im Zentrum steht oder als ein Aufhänger genutzt wird. Und ich habe jetzt gerade, natürlich gibt es, wie wenn man das jetzt an irgendeine Bühne spielen lässt oder so, das mag dann vielleicht noch eher geeignet sein für Musical. Aber andererseits, singen kann man quasi überall und am Ende zählt dann doch die Geschichte und die Inszenierung und welches Setting man dann dafür nimmt. Also ne, Sweeney Todd ist irgendwie ist das noch das viktorianische London? Keine Ahnung. Mhm. Aber ist ja auch so, wo du das kannst du als düsteren Horrorfilm inszenieren und da kommt dann eben dieses Musical, was aber auch düster ist natürlich und blutig und alles. Was auch nicht meine erste Erwartung bei einem Musical gewesen wäre. Aber Sweeney Todd finde ich eigentlich ein sehr schwieriges Beispiel, weil Sweeney Todd offiziell nicht als Musical gelistet ist, sondern als Oper. Aber die Musical-Version von Tim Burton, um die ich mich hier drehe, weil ich auch vor allen Dingen an Filmmusicals denke. Irgendwie als Operette. Wir haben es ja schon mal als Operette erlebt, auch auf der Bühne. Ja, würde ich auch höher als Musical. Aber, da will ich jetzt nicht, da will ich jetzt nicht, will ich mir jetzt nicht überlegen. Ja, will ich auch gar nicht gegenreden, grundsätzlich. Für mich fällt das einfach unter Musical. Das ist eine kleine Ungebildete an der Stelle. Auf jeden Fall. Oder Tora, Tora, Tora ist ja auch nichts, wo ich jetzt sofort sagen würde, ah ja, Zweiter Weltkrieg, da lass uns mal ein Musical machen. Ne? Wäre ja ähnlich. Oder vor dem Hintergrund des Zweiten Weltkriegs. Aber ich glaube, dass die künstlerische Einstellung muss stimmen. Also die Geschichte, wie immer, die Geschichte, das Drehbuch, die Songs müssen stimmen. Und ja, also ich glaube, das ist auch eine Entwicklungssache. Damals war ja auch sozusagen auch dieses Glam und Glitter dann halt auch sozusagen große Settings, große Choreografien und das Bild von Musical hat sich auch ein bisschen gewandelt, sozusagen auch so. In, wie ging es dir denn damit? Also Western und Musical, hast du dein Gedanke dazu? Na, ich berührt ja gerade. So, das Bild hat sich ja da sehr gewandelt und heutzutage ist ja auch eher so, dass dann halt erst von das Musicals sozusagen auf Filmen, Erfolgsfilmen basieren und das aber ganz viel immer nach rauskommt beim Off-Broadway oder Broadway selbst. Und damals war es ja eher so, dass sozusagen Filme eher nach dem erfolgreichen Musical gedreht wurden. Das hat sich da so, wie das meinte ich halt mit dem Wandel. Naja, also, weil damals, oder erst gab es eben, oder es gab eben Musicals, bevor es Film gab, oder? Ja, also, klar. Ich finde auf jeden Fall, dass ich finde, Musical kannst du alles machen, ne? Also das ist komplett frei. Was mich halt immer nur interessiert, also man hat ja sozusagen das Wort, wenn ich dir nur das Wort Musical hinknalle, was kommt dir denn eher so als erstes so in den Sinn? Hast du denn eher dieses pompöse, Glam- und Glittermäßige, so wie bei Baz Luhrmann das gerne präsentiert ist? Ja, das oder hast du denn eher sowas wie eher Baz Luhrmann, egal was jetzt kommt. Oder also jetzt solche Sachen wie Wicked mit fantastischem Stoff oder eine ähnliches. Eine Bühnenshow, ja. So. Oder Cats, so sozusagen. Cats habe ich ja weder so noch so gesehen, also kann ich es gar nicht so genau sagen. Aber mir würden wahrscheinlich Musical-Titel sowas in Sinn kommen wie eben Phantom der Oper, Cats oder so, weil das ist einfach so die Rosinen oder König der Löwen. So. Ja. Ja. Musical. Was gibt's denn noch so, was du an dem Film besprechenswert findest? Oder hast du noch was großartig? Ich würde ja spontan sagen, nein. Also mich ärgert es ein bisschen, dass ich jetzt nicht geguckt habe, woher ich halt Irving Berlin kenne.
Ja, werden wir hier wahrscheinlich feststellen, dass der viel mit Fred Astaire und so auch noch gemacht hat und den anderen Leuten, dass der damit durchaus. Aber High Society hat er nicht gemacht, ne? Das ist ein ganz anderes Stil. Das können wir nicht vorstellen, dass er das hat. Cole Porter, Philip Berry's Play steht hier auf der Verpackung. Oh. Ja, aber ich nehme an. Jetzt ist natürlich für mich die Frage, hast du denn, hast du jetzt so viel Spaß beim Film gehabt, dass du denkst, oh, ich muss jetzt unbedingt Calamity Jane hinterher schieben, oder? Nein, nicht unbedingt hinterher schieben, aber ich, also, wäre sowieso Interesse dran und das war auf jeden Fall ein reizvoller Vertreter hier und zeigt, dass man da eben Entdeckung machen kann. Und hast du das Gefühl gehabt, dass du den Film lieber mit Judy Garland in der Rolle gesehen hättest, weil sie halt bekannt ist? Das habe ich tatsächlich überlegt, weil ich so dachte, ja, Judy Garland, ich meine, ich glaube, ich kenne sie tatsächlich nur als junge Schauspielerin in Zauberer von Oz. Oder? Ja, das ist ja aber schon sehr, sehr stark. Ne? So, aber dann habe ich so überlegt, ja, das ist ja wirklich hier so auf teilweise auch Klamauk ausgelegt. Da kann ich mir Judy Garland so nicht vorstellen. Oder mein Bild von Judy Garland passt nicht dazu. Hast du sie denn sozusagen als Grande Dame eher so in Erinnerung? Oder also so? Na, weiß nicht, aber also als jemand, der ziemlich gut singen kann und so, aber jetzt nicht eben als jemand, der sich eher so auch vielleicht dann zum Clown macht oder der es eben kann, so diese komische Seite. Aber wie gesagt, vielleicht kenne ich die auch einfach nicht. Das kann sie aber auch sehr gut. Ja. Deswegen, also ich habe dann tatsächlich auch ja beim Filmgucken überlegt, ja, ich stelle mir vor, Judy Garland wird jetzt hier, das wird doch nur halb so lustig wirken oder was? Das ist doch nicht das ist doch nicht ihr. Da unterschätzt du unsere Dame aber sehr. Die ist auch sehr, sehr vielseitig gewesen. Naja, also hättest du es auf jeden Fall vorstellen können. Auf jeden Fall. Also ich glaube, ich glaube, wenn du würdest jetzt auch schon was anderes sagen, hättest du Stars Born mit ihr gesehen, weil da hat sie ja auch sozusagen diese Karriere, dass sie halt auch sich hocharbeitet von ganz unten nach ganz oben und da muss sie ja sozusagen, hast du all diese ganzen Schnitte, wie sie halt in verschiedene Produktionssachen aufsteigt. Da muss sie auch in 1000 verschiedene Rollen schlüpfen und da muss sie auch mal die Trampel spielen oder die Tänzerin oder die Choreografin oder dann halt so im, wie heißt denn das? Wenn sozusagen alle Mädels in einer Reihe tanzen, sozusagen, ja, so Chorus-Line-mäßig so, ne? Mhm. Und das hat sie schon sehr, sehr gut hingekriegt. Also die hat schon was drauf gehabt. Also, ja, also will ich gar nicht absprechen, das wäre drauf. Ich verbinde sie irgendwie mit einer, wahrscheinlich irgendwie ernster, weil ich meine, Zauberer von Ost ist natürlich auch nicht jetzt die Erwachsenenrolle, aber. Na gut, da war sie auch sehr, sehr jung. Und sie hat ja auch die ganzen Sachen, die sie mit Mickey Rooney gedreht hat, die waren ja auch unglaublich unterhaltsam und witzig da. Viel gesehen, oder kenne ich nicht großartig, deswegen kann ich da eben gar nicht was zu sagen. Also ich finde auf jeden Fall, dass sie als Schauspielerin schon sehr großen Wandel hingelegt hat. Ich sehe sie sehr auch als elegant an, auch was Niedliches, Mädchenhaftes. Während ich zum Beispiel jetzt bei Betty Hutton den Eindruck hatte, dass sie halt auch mädchenhaft ist, aber halt auch sehr extrovertiert und sehr, ich sag jetzt mal, lebenslustig. Und ich weiß jetzt gar nicht, dieses Lebenslustige, das verbinde ich jetzt nicht unbedingt mit Judy Garland, aber ich glaube trotzdem, wenn Judy Garland die Rolle gespielt hätte, wäre der Film genauso auch unterhaltsam gewesen, aber halt auf eine andere Art. Also ich glaube, in meiner Vorstellung ist Judy Garland eher die eine von den Damen von den weißen Handschuhen, als eine Dame, die eben bisher in der Wildnis überlebt hat. So rum vielleicht. Das mag es vielleicht sein. Dann sag das mal Toto. We're not in Kansas anymore. Ja, nee, genau, das so. Das bringt es, glaube ich, ganz gut auf den Punkt, ja. Ja, also ich habe mich, glaube ich, soweit ganz gut durchgetanzt durch Annie Get Your Gun, Duell in der Manege. Immer noch ein interessanter deutscher Titel. Hast du denn zum Abschluss noch irgendwie eine Empfehlung, dass du mal sagen kannst, oh ja, den Western muss man deiner Ansicht nach gesehen haben oder das Musical, das war genau das, was dich abgeholt hat? Ohne jetzt vielleicht Sweeney Todd, was wir schon mal hatten oder so? Ich wollte jetzt gerade sagen, ich habe ja schon Sweeney Todd erwähnt, das ist wahrscheinlich, also vielleicht auch gerade deswegen ein interessanter Einstieg, weil ja männlich irgendwie gerne sich zu Horror und fantastischen Stoffen hingezogen fühlt und Sweeney Todd dann so ein guter Schnittpunkt sein könnte. Baz Luhrmann ist schon gefallen. Ich mag Moulin Rouge sehr, hatte jetzt neulich auch mal Great Gatsby nochmal geguckt, der weniger Musical ist, aber auch eben so eine Nummer mit diversen Songs. Auch Romeo und Julia von ihm auch stark. Also Moulin Rouge würde ich dann glaube ich nochmal ein bisschen herausheben. Und sonst habe ich jetzt gar nicht so bewusst alle Musicals im Kopf tatsächlich, dass ich da jetzt groß noch was sagen könnte. Also ich mag ja immer gerne viele Good Musicals und ich, Rent. Rent ist eins meiner Lieblingsmusicals, aber ich mag immer gerne die Outsiders wie Rent und Hair. Ich mag das immer sehr gerne, wenn es wirklich sehr leicht und seicht und lustig ist und gerade so Sommerfeeling aufkommt und deswegen ist für mich so mein heutiger Musical-Tipp spontan, ohne drüber nachgedacht zu haben, Heißer Sommer. Den will ich mit Chris Dirk. Den finde ich, ist für mich ein Klassiker, den liebe ich von klein auf. Ich habe den auch mal schon im Freilichtkino gesehen und das war wunderschön und wenn die dann tanzen auf deutsche Art und diese charmanten Kecken, ist sehr, sehr lustig und unterhaltsam. Es hat mir sehr gut gefallen, das ist halt mal eine ganz andere Art.
Da ist dagegen Linie 1 zum Beispiel deutlich düsterer, obwohl es halt auch, es ist halt eine Mischung zwischen dramatischem Stoff und dann halt auch sehr lustigen Ohrwurm-Liedern, die ich auch wirklich empfehlen kann. Den Film, der fand ich auch sehr, sehr schön, hat mir überraschend gut auch gefallen. Und wenn ich jetzt spontan noch einen sagen sollte als letzten, wo ich sage, oh, das Musical, das müsste man gesehen haben, dann fällt mir nichts ein. Deswegen sage ich einen Musikfilm. Das ist aber ein aktueller. Da bin ich jetzt mal, oh, ihr Max große Augen, Sing Street. Sing Street war für mich eine bombastische Sommerüberraschung und den habe ich auch schon recht auch gesehen und das ist ein ganz, ganz toller Film, meiner Ansicht nach. Wir müssen noch Blinded by the Light gucken, glaube ich. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Ja, das ist so, auch in 80er Jahren spielt das so, hauptsächlich Bruce Springsteen. Ah, ich kenne den Soundtrack. Das Lied ist ja indisch oder pakistanisch stimmig, Familie, die da eben ist und der da aufwächst. Und Western-Tipp, oh Gott, ist jetzt auch schon ein paar Monate her, dass ich den gesehen habe, aber den fand ich auch sehr stark und gilt auch als einer der sehr interessanten Western, ist Leichenpflastern sein Weg, Il Grande Silenzio, unter anderem mit Klaus Kinski und ich glaube Jean-Louis Trintignant, der ist auch beeindruckend, weil der vor allen Dingen, also das Setting überwiegend im Schnee zu spielen, ist jetzt auch, würde ich aus dem Stand auch nicht als Western typisch bezeichnen. Eher, ne? John Ford, Monument Valley ist ja eher so dieses, ne? die Prärie, die weite Landschaft. Und da ist eben viel im Schnee. Es ist auch eine europäische Produktion. Ja, hast du noch einen Western-Tipp? Da kann ich nur modern sagen, weil ich weiß nicht, ob man das gemerkt hat heute, weil es war ja doch ein relativ positives Gespräch, aber ich muss nicht sagen, ich mag Western überhaupt nicht als Genre. Und Slow West ist meine Empfehlung, einfach ein sehr moderner Film mit Michael Fassbender, mit sehr coolem Humor, sehr schön, kurzweilig gehalten und sehr gerade die neue Story. Und wer den noch nicht gesehen hat, ich kann den wirklich ans Herz legen, den fand ich wirklich Bombe. Ja, das war also die Wiederaufführung zu O-Western 2020. Ich habe mir vorgenommen, und das ist ja auch gleich für mich nochmal ein guter Arbeitsanschub, mir das hier live on air zu sagen, noch eine Letterboxd-Liste zu erstellen zu den vier Titeln, die wir eingangs genannt haben. Ohnehin sind die Podcasts sehr empfehlend, sehr hörenswert. Ich habe sie abonniert, abonniert ihr sie auch? Spätfilm, Enough Talk und Cinecouch. Werde die natürlich hier auch in der Folgenbeschreibung noch verlinken, da könnt ihr dann direkt zu den Folgen hüpfen. Und in diesem Sinne hoffe ich, dass ihr gemeinsam mit dem Osterhasen in den Sonnenuntergang reitet. Hoppelt. Nein, reiten. Das ist Hoppelt. Ja das Überraschende im Zusammenhang. Und keine Ostereier erschießt, sondern sie mit dem Lasso einfangt und euch ein paar gemütliche Stunden machen könnt. Vielleicht hört ihr diese Folge ja auch am nächsten O-Western erst oder was weiß ich wann. In diesem Sinne, in der Wiederaufführung, auf bald. Howdy.